Wir freuen uns auf einen rauschenden Fußballabend hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Und ihr müsst nicht aufhören, ihr dürft weitermachen. So. Also. Ja. Das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League, der BVB, ein paar Kilometer weiter gegen Atletico Madrid. Hinspiel 1:2 aus Dortmunder Sicht. Also es muss ein Sieg her, dann ist sie die erste deutsche Mannschaft, die ins Halbfinale einzieht. Das schaffen wir alle heute, ne? Oder? Ja, zusammen, genau. So, meine Gäste heute Abend, bevor ich losstarte, schauen Sie mal, was wir hier haben. Ne? Ich muss mal sagen, ne? Das Phrasenschwein der ersten Stunde. Schaut mal. Was ist das für ein Trikot? Schalke, Bochum? DSF steht da. 1860. Warum kann das nicht stimmen, was du sagst? Aber da war Rot und Blau. Ach so, weil da Warsteiner steht, dachte ich. Okay. Ah, musst du wieder Werbung machen. Okay, damit haben dann wir den ersten Gast hier. Unterhaching. Unsere Sport 1 Allzweckwaffe. Hier ist Matze Knob. Matze, herzlich willkommen. Vielen Dank. Matze, ist das das Glückst-T-Shirt, was du heute anhast? Das ist, ja, ich hoffe es. Also ich würde mir natürlich, wie wir alle wünschen, dass Borussia Dortmund ins Halbfinale kommt. Das wäre für den deutschen Fußball sensationell. Und ich versuche es ein bisschen herbeizuschwören durch meine Farben. Mhm. Zu meiner Rechten unser, ich sag mal, Sport 1 Stammgast, ne, kann man sagen. Tobias Holtkamp. Tobi, herzlich willkommen. Was erwartest du vom BVB heute? Glaubst du, wir kommen ohne Verlängerung eigentlich heute hier durch? Erstmal möchte ich jedem gratulieren, der hier ist, weil ins Stadion kann ja wirklich jeder. Aber hier, heute ins Fußballmuseum zu kommen, wollen wir mal gucken, wo die bessere Stimmung ist. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, ja? Dass hier heute einiges geht. Also an uns liegt es nicht, ne? Und dass wir heute natürlich den BVB, ich meine, das ist der Fan-Talk, heute sind wir alle Fans, heute zieht der BVB ins Halbfinale ein. Gut, zu meiner Linken, unser erster, sage ich mal in Anführungsstrichen, nein, erster meine ich jetzt nur den ersten, den ich vorstelle. Unser erster Sport1-Experte ist es, Mike Franz. Mike. Schön, dass du da bist. Du als international erfahrener Mann, was sagst du heute? Wie gehen wir das Spiel an? Wir gehen raus, zerfleischen Atletico. Ja, ist so. Letzte Woche war es andersrum und heute geht der BVB raus und zerlegt die. Und dann wird es ein knappes Spiel, glaube ich, 3-2. Dann geht es in die Verlängerung, 4-3. Und dann gehen wir ins Elfmeterschießen und gewinnen. So. So. Okay. Ja. So. Ja. Kurze Nachfrage, was hättest du mit Simeone gemacht zu deiner Zeit? Oh, halb hoch. Ich hätte ihn richtig. Hätte er erstmal beleidigt, dann hätte ich ihm auch eine gegeben und dann nochmal getreten. Halb hoch, ja? Halb hoch. Können wir gerne nachstellen. Oder an der Seitenlinie oder? Kannst du ihn gleich fragen. Jetzt ist eigentlich unser Nummer 1 als Sport1-Experte schon ewig. Mario Basler. Mario ist da. Ja. Herzlich willkommen. Du. Hast gerade gehört, halb hoch und so, ne? Wird das heute ein hartes Spiel, glaubst du? Umkämpftes, ja, ne? Ja gut, wir kennen ja Atletico, ne? Sie werden natürlich... du kennst sie besser als ich, aber gut, ja. Mit 11 Mann oder mit 10 Feldspielern vor ihrem Torwart rumhupsen. Aber ich bin davon überzeugt, ich habe 3-1 getippt für Borussia Dortmund. Oh. Ich will keine Verlängerung. Verlängerung ist immer so ein bisschen blöd. Warum magst du keine Verlängerung? Nee, also erstmal. Also lauftechnisch ist mir das schon klar, warum nicht. Ja, ich meine so. Nein, aber ich finde immer so eine Verlängerung, dann ist auch immer wieder alles möglich. Ne? Du kannst dann in der 119. Minute kriegst dann ein Gegentor und dann ist es auch vorbei. Ich wünsche mir, dass die Borussia das heute in 90 Minuten entscheidet und deswegen ist mein Tipp 3-1. Ja. Und neben dir, Mario, wie immer, ne? Mein Hase. Ich wollte was anderes sagen, aber okay, dein Hase. Unser Sport1-Moderator hier ist Hadi Töne. Hadi. Schönen guten Abend. Letzte Woche 18 Tore. Ja. Du willst wieder viel buzzern heute, ne? Ja, also wir gehen stramm auf den Torrekord hin, zumindest nach diesen ersten 4 Viertelfinals. Und wir gucken nochmal für alle, die aus der vergangenen Woche die Ergebnisse nicht mehr so ganz im Kopf haben. Wie stand es denn überhaupt bei allen? Also, der BVB 1-2 hinten. Ach, das war wirklich schade. Ich denke immer noch an Julian Brandt und seinen Kopfball, dann wäre es unentschieden. Unentschieden allerdings gab es bei den Bayern. Dann eben das 3-2 von Barcelona, die auswärts in Paris gewonnen haben. Heute spielen sie logischerweise dann zu Hause. Die Bayern also morgen dann gegen Arsenal hin, spielt 2-2. Und dann dieser Giga-Gipfel der guten Laune, muss man sagen, den wir zwischen Real und Man City letzte Woche erlebt haben. 3-3, das morgen parallel zum Bayern-Spiel. Ich glaube, auch da werden wir einen sehr bunten Abend erleben mit vielen Toren. Und ich hoffe, dass das heute schon mal gut losgeht, auch aus deutscher Sicht. Und dann, glaube ich, sollte hier die Stimmung tatsächlich euphorisch werden. Eben gab es schon mal so eine zarte Frage von ihr, von unserer Sport1-Chefin, von Katharina Kleinfeld. Katha, hallo.
Wolltest du noch mal wiederholen? Wiederhol sie ruhig noch mal. Aber sicher. Bitte. Mich hat ja interessiert in dem Fall, ob es jetzt darum ging, auf dem Feld Diego Simeone wegzugrätschen oder an der Seitenlinie. Ich meine, wir haben ja letzte Woche gesehen, dass das auch außerhalb des Spielfeldes geht. Sowohl als auch, der kann beides vertragen. Aber hast du keine Sorge, dass auch umgekehrt er dich hätte weggrätschen können? Das wäre wahrscheinlich passiert, aber so. Hier kann ich auch große Klappe haben. Ja. Aber er ist gar nicht so groß, ne? Oder? Aber ja, es war ja ein Topspiel. Also, der war ja, ja auch, also, ne, ja. Das war ja ein absoluter Terrier, der jede Mannschaft halt gebrauchen kann. Und ich glaube, da kann jede Mannschaft froh sein, wenn sie so einen Spieler in der Mannschaft hat. Und so hat es ja jetzt auch Atletico. Er hat 2, 3 Spieler, die, glaube ich, ihm sehr ähneln. Und deshalb ist auch Atletico da über Jahre schon auch international so gut unterwegs. Dann schauen wir mal, wie erfolgreich Champions League, sie dann genau. heute tatsächlich sind. Die Gesichter der deutschen Mannschaft sind ja eigentlich gut von Dortmund und absolut, vor allem zu Hause auch, ne? ist der BVB, ich meine, wir wissen alle, was das Stadion kann, aber vor allem in der Champions League zu Hause sind sie eine richtige Macht. Um noch ein bisschen mehr Euphorie hier zu entfachen, habe ich da nämlich was rausgesucht, beziehungsweise wir was rausgesucht. Das sind die letzten Champions-League-Heimspiele. Wenn wir da mal durchfliegen, da war keine Niederlage in diesen letzten 9 Spielen mit dabei. Entweder haben sie zu Hause gewonnen im Signal Iduna Park in der Königsklasse oder unentschieden gespielt. Also das dürfte doch ein bisschen Hoffnung machen. Und um dann auch schon mal abzubilden, wie es aus Fansicht aussieht, das sind die Atletico-Fans, die heute in der Stadt unterwegs waren. Rund 4.000 sind da mit hergekommen. Und Hatti, du hast vorhin erzählt, dass sie auch ganz schöne Wege auf sich genommen haben, auch alle Schwierigkeiten, um mit dabei zu sein. Ja, nun muss man ja sagen, also die Direktflugverbindung Madrid-Dortmund ist jetzt nicht so wahnsinnig ausgebaut, muss man sagen. Also heute am Münchner Flughafen waren sehr, sehr viele Madrilenen und sind dann halt eben auch Richtung Westen geflogen. Was auffiel allerdings, A, die hatten gute Laune und B, die hatten alle nur ein T-Shirt an und haben sich dann doch auf einmal Dortmund gewundert, wie so 8 Grad Nieselregen, was heute ja auch schon der Fall war. Da, also es könnte hat Matze auch kein Problem mit. Sowohl im Stadion mit dem Fahrrad gekommen. Du bist mit dem Fahrrad gekommen. Ja, natürlich. In Lippstadt waren es auch 25 Grad. Ja, ja. Dich eingecremt hat, das heute Morgen. Verständlich. Ja, also von daher glaube ich schon, dass das, und die waren wirklich alle extrem, nicht nur sympathisch, sondern hatten einfach auch Lust und sind dann im Regionalexpress von den Flughäfen hier Richtung Dortmund gekommen. Und dementsprechend war, egal wo man heute hinkam in Dortmund, einfach überall schon eine friedliche, eine schöne und eine richtig tolle Vorfreude auf das Spiel von beiden Fanlagern zu sehen. Und genauso wollen wir es ja haben. Mario, was macht denn noch Mut? Kader hat ja gerade gesagt, die Heimstärke in der Champions League. Was macht dir noch Mut? Wir haben es ja gerade gesehen. Sie haben ja in den 8 Spielen, glaube ich, was aufgezeigt war, 9, nur 2 Gegentore bekommen. Das also 2 Mann 1:1. Das spricht ja dann auch für Borussia Dortmund bei den Heimspielen. Wobei man kann natürlich diese Atletico-Mannschaft, die ist schon sehr gefährlich. Ne? Das ist eine gute Truppe. Man darf halt heute sich nicht der Gefahr aussetzen, in Konter zu laufen. Ich glaube, auf das wird Atletico heute spielen. Und da muss halt Borussia Dortmund aufpassen. Aber das macht Hoffnung, ne? Nur 2 Gegentore zu kriegen in 9 Champions League-Spielen. Das ist schön. Wobei im Hinspiel war Atletico am Anfang schon. Die haben schon richtig gepresst und sind draufgegangen. Das war schon überraschend eigentlich. Ne? So kennen wir sie gar nicht. Von der Spielweise in den letzten Jahren zumindest. Das rede ich, wobei das auch damit zu tun hat, in meinen Augen, dass der BVB da wirklich fast ehrfürchtig irgendwie gestartet ist. Und diese ganze Arena, die Atmosphäre und sowas, die hat sich schon nicht so richtig zur Entfaltung kommen lassen. Also da haben sie sehr lange gebraucht. Ich glaube tatsächlich die Szene, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, die da außen an der Seitenlinie stattfand, die war so ein bisschen der Wake-up-Call für die Dortmunder Mannschaft, dass sie gesehen haben, ach guck mal hier da draußen, da macht er auch die breite Brust, Sebastian Kehl, und lässt sich hier von dem wildesten Trainer Europas nicht einfach umschubsen oder sowas, sondern der steht sein Mann. Ja, man ist schön abgedroschen, aber ist in dem Moment so gewesen. Und wie ich es wahrgenommen habe, heute zahlen wir sogar. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Können wir mal eine Stichliste machen? Du hast wahrscheinlich kein Geld dabei, wie ich dich kenne, ne? Richtig? Das ist korrekt. Ja. Aber Matze hat sehr viel Tobi Geld dabei. Tobi, ein Strich heißt schon mal 3 Ich habe immer Geld dabei, weil vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Jetzt wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen. 1, 3. Okay. So, wollen wir erstmal den Trainer haben. Vielleicht hat er auch eine Phase rausgehauen gestern auf der PK zur Stürmerproblematik. Wir haben am Freitag darüber gesprochen, dass wir 3 Spieler auf dieser Position haben. Durch den Ausfall von Sepp Haller sind es jetzt noch die beiden. Und wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir gute Spiele gezeigt haben mit Niklas Füllkrug in der Startelf. Wir haben gute Spiele gezeigt mit Yusufa Moukoko. Wir haben gute Spiele gezeigt mit beiden auf dem Platz. Deshalb werden wir uns das auch für morgen offen halten. Aber wichtig wird sein, dass wir nicht nur 2 gute Stürmer haben, sondern dass morgen alle da bereit sind, über 90 und 120 Minuten alles zu investieren.
Ja, Alea, so ein bisschen. Kata, du hast, glaube ich, noch was über ihn, ne? Oder? Alea? Zu Alea? Ja. Haben wir. Ja, ein Pechvogel auch wirklich, noch, ne? Ja, aber auch ein Effizienzmonster in der Champions League. Also eigentlich wäre das gut für den BVB, wenn er spielen könnte, wenn er eben jetzt nicht aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung ausfallen würde. Können wir zusammen gucken. Wir haben da eine Grafik vorbereitet, um mal zu zeigen, wie das im Vergleich tatsächlich international in der Königsklasse aussieht. Wenn ihr sie seht, dauert noch kurz einen Moment. Sonst kommt aber jetzt schon gleich mal an. Er trifft auf jeden Fall alle, wenn ich es richtig im Kopf habe, 72 Minuten in der Champions League. Und das soll, wenn ich es richtig im Kopf habe, besser sein als bei Messi und Co. Insofern, das zeigt zumindest noch mal, wie wichtig er wäre, wenn er auf dem Spielfeld steht. Aber Messi hat wahrscheinlich ein bisschen mehr gespielt auch. So, das haben wir natürlich in diese Statistik. Da wage ich mich ganz weit aus dem Fenster gerade, ich weiß. Aber ganz, ganz weit. Nein, aber wenn er auf dem Spielfeld steht. In dieser Saison, ja. Oh, danke schön. Brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich drüber reden, dass das ein heftiger Ausfall ist für die Borussia. Ja. Also Haller, der war ja nun gerade, ich meine, hat einige Themen gehabt in den letzten zwei Jahren, müssen wir nicht nochmal tief einsteigen, aber er war gerade eigentlich wieder auf dem Weg, hat auch entscheidende Tore gemacht in den Wettbewerben. Gerade auch in der Phase, wo bei Niklas Füllkrug vielleicht hier und da so ein bisschen der Kopf angesprungen ist, wo der sich auch ein paar mehr Gedanken jetzt über seine Rolle gemacht hat, als bei ihm so als Mittelstürmer vielleicht. Was meinst du, welche Rolle? Welche Rolle? Oder, ja, was deutest also du da an? Ja, da gab ja schon viele, die auch über ihn geredet haben. Und ist er jetzt so richtig ist er in meinen Augen bei den Dortmunder Fans auch noch nicht angekommen. Ach so, das meinst du. Ja, also war es. Also es wurde relativ viel über ihn gesprochen. So, und das habe ich in seinem Spiel, oder das hat man durchaus in seinem Spiel gespürt. So, daher war es jetzt eigentlich ganz gut, dass Haller da in meinen Augen wirklich in einer guten Form wieder zurück war. Das ist schon für so ein Viertelfinale in der Champions League ein heftiger Ausfall. Also der hat ja nun auch schon mal anderen Top-Clubs gezeigt, dass egal gegen welchen Gegner er weiß, wo die Bude steht, wie es so schön heißt. Und das ist auch schon. Oh, machen wir weiter. Ja, also den machen du hast jetzt schon drei Striche hier. Ich zeig das nachher. Ja. Aber auch heute dauert dein Spiel 90 Minuten. Oh. Mensch, von wem leistet dir das Geld noch? Kriegst du so viel Honorar heute Abend hier bei uns? Bisher wurde noch nicht verkündet, dass das Geld kostet. Kostet das richtig Geld? Ja. Was denn? Habt ihr jetzt wahrscheinlich 50er? Genau. Pro Phase. Alles klar. Bis für 250 jetzt. Minus. Aber wir haben zum Glück den Wagen noch umgeparkt. So. Das haben wir schon mal gespart. So. Warte, gerade eben noch. Ich helfe euch mal raus. Mario, bist sofort dran. Wir haben die Grafik einmal. Genau. Die schauen wir uns jetzt mal an. Um zumindest noch mal auch zu belegen, wie gut Sebastian Allers Zahlen tatsächlich sind in der Champions League. Also hier ist die Effizienztabelle. Da kommt er vor Namen wie Erling Haaland. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter runtergehen. Wo haben wir Messi auch noch mit drauf? Ja, Lionel Messi, der kommt da mit 163 Spielen übrigens. Ja gut, es sind ein paar mehr als bei Aller, der 13 absolviert hat. Aber trotzdem, die Zahl ist natürlich überragend. Alle 72 Minuten trifft er, wenn er denn auf dem Feld steht oder stünde. Aber ich wollte habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt zum Überlegen, weil Terzic hat ja gesagt, wir haben noch zwei gute Stürmer. Ich meine, von Mokoko, ich weiß nicht, hat er dieses Jahr schon mal ein Tor gemacht in der Champions League? Weiß ich jetzt gar nicht, aber dass man überhaupt noch von dem redet. Ich meine, von dem siehst du in der Champions League relativ wenig. Das hat mich er spielt auch sonst keine große Rolle. Ne? Ja, es hat mich schon ein bisschen gewundert. Ne? Ja. Das hat von Mokoko, ich meine, klar, die Trainer müssen ja ihre Spieler stark reden. Aber das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass er den überhaupt genannt hat. Ja, ich meine, wenn der BVB ein Problemchen hat, dann definitiv in der Rolle des Topstürmers. Den gibt es nämlich nicht. Mhm. Also Niklas Füllkrug, du hast ja gesagt, er ist bei den BVB-Fans noch nicht richtig angekommen. Naja, wenn man halt auch kaum trifft, dann kann man als Stürmer auch nicht Liebling der Herzen werden. Das ist meistens so. Und ich glaube, er hat jetzt ja auch 8, 9 Spiele nicht mehr wirklich... Seit 9 Bundesligaspielen. Ja, seit 9 Bundesligaspielen nicht mehr getroffen. Und der braucht ja nicht nur fürs eigene Ego, für die Mannschaft die Tore, sondern auch für die EM. Weil wenn er da nicht aufpasst, dann fährt er entweder gar nicht mit oder ist zumindest nicht erste Wahl. Ja, ich denke, dass er die Werder Bremen-Schienbein schon ertragen wird. Und damit sollte es heute... Das ist auch eine Phrase. Also wirklich so ein Blödsinn. Also die Begründung kann ich mir jetzt nicht durchgehen lassen. Nein, aber Matze und ich haben neulich, wir haben ja einen gemeinsamen Fußball-Podcast und da haben wir uns relativ ausgiebig mal darüber unterhalten, weil ich gesagt habe, so ein nettes Zeichen, dass man auch seine ehemaligen Vereine noch denkt und die vielleicht dabei hat, wenn es damit geklappt hat. Matze war anderer. Also ihr wollt uns wirklich weiß machen, ihr beide habt euch über Fußball unterhalten. Ja, Kalli ist noch dabei. Ach so. Dann seid ihr wirklich zu Wort gekommen. Meine Meinung war dazu, also
Ja, Tobi freut sich natürlich als Bremen-Fan, das ist ja klar, aber ich habe natürlich schon gesagt, wenn du in Dortmund spielst, dann kannst du trotzdem nicht, da kannst du das ein Spiel, kannst du das vielleicht nochmal machen, aber dann müssen die Dinger einfach in die Tonne und dann musst du dir entweder neutrale Schienbeinschoner holen. Mario wird sagen, du brauchst gar keine, aber grundsätzlich finde ich, solltest du dann Schienbeinschoner tragen von Borussia Dortmund und in der Tat ist es so klein, wenn du Tore schießt, ist alles scheißegal. Ja, da kannst du sogar im Werder-Trikot spielen, aber wenn du nicht triffst, dann kommt es eben wirklich auf diese Kleinigkeiten, muss man einfach sagen, an. Und ich glaube, da sind die Fans auch schon sehr feinfühlig und von daher, am Ende muss er Tore sprechen lassen. Hattest du immer die Schienbeinschoner deines Vereines? Also, am Ende muss er Tore sprechen. Ja, stimmt. Tore sprechen lassen. Das ist aber nur wegen der Grammatik. Ne? Ansonsten ist das. Und ich wollte noch einen Satz sagen zu Allaire, bevor du antworten darfst. Das ist natürlich ein Ausfall. Auf der anderen Seite, glaube ich, stehen die Chancen für Borussia Dortmund, mal wirklich ins Halbfinale einzuziehen, nicht so schlecht. Und wenn sie heute nicht brennen, und ich sage jetzt mal, sie haben aus dem Desaster gegen Mainz hoffentlich gelernt, dann halte ich das für durchaus realistisch. Mhm. So, jetzt darfst du. Entschuldige bitte. Kannst du die Frage noch mal wiederholen, die ich gestellt habe, Matze? Nein. Ob du damals auch Schienbeinschoner von anderen Vereinen, ob du zum Beispiel Schienbeinschoner von Mario Gomez drunter hattest? Nein, von seinem Verein. Nein, also Phil ist ein cooler Typ. Also da steht mal an erster Stelle, dass es ein super Typ ist, glaube ich, auch wieder für den Fußball, weil er auch mal das sagt, was er denkt. Das ist cool. Er vertritt seine Meinung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das halt nicht ganz so clever war. Ist jetzt schon Schnee von gestern, wurde viel drüber gesprochen, aber ich bin der Meinung, das geht nicht. Was sagst du zu seiner Formkrise? Also Krise immer mit Anführungsstrichen natürlich. So eine Phasen gibt es immer. Wenn er heute 3 Buden macht, dann werden wir ihn ja komplett abfeiern. Soll er gerne machen. Das hoffe ich auch. Aber so eine Phase gibt es. Und ich glaube, halt für den BVB, die haben sich ja insgesamt halt auch... So eine Phase gibt es, ne? Ja. So eine Phase gibt es. Aber sie haben sich insgesamt es gefangen. Heute. Und dass sie jetzt in Gladbach mit einem Mann weniger dann das Ding halt auch durchziehen, das fand ich stark. Ja. Und ich glaube auch heute, die werden brennen. Also das Stadion, du merkst es auch, als wir durch die Stadt jetzt gelaufen sind, das ist ja diese Anspannung ist da, diese Vorfreude. Ich durfte so ein Spiel leider nie machen. Ihr kennt das besser, aber gefühlt, ich bin seit heute Morgen im Auto, freue ich mich, hierher zu kommen, mit euch jetzt hier dieses Spiel zu sehen. Und ich glaube, das wird ein hammergeiles Spiel. Also, gebt ihm ein Trikot. Ja. Du wärst gefährdet heute, ne? Er ist Schalker. Ja, ich bin auch. Da bist du ja noch mehr gefährdet. Nein, aber so, ich sage, wenn die deutschen Mannschaften spielen, dann sollte man auch für die deutschen Mannschaften sein. Und deswegen, ich wünsche mir, dass der BVB halt auch weiterkommt, auch wenn ich doch eher die Blau-Weißen bevorzuge. Also ich finde in der Tat auch, was du sagst, also dass Phil Krug da so außerhalb des Platzes einen Top-Eindruck macht, auch bei der Nationalmannschaft. Aber, das muss man auch eben sagen, am Ende geht es auch um die Leistung auf dem Platz. Und wenn das, wenn das nicht so richtig... Meine Güte. Ist das bei Matze noch nie so aufgefallen? Nee. Und wenn das irgendwann nicht mehr so richtig matcht, also das Gefühl hast, die Auftritte sind zwar cool und was er sagt, ist auch cool, aber irgendwie fehlen die Tore, dann kriegt er schon auch irgendwie ein kleines Problem. Also er sollte jetzt schon auch, dann ist vielleicht also wieder auch manchmal weniger mehr, wenn du dich wieder ein bisschen zurückziehst. So, ich mache einen Vorschlag. Ich mache einen Vorschlag zur Güte. Gib da 500 Euro rein und dann kann ich sagen, was ich will. Aber ich will einfach nur sagen. Du kannst ja auch den QR-Code scannen. Kauf den gleich. Ich mache einen Vorschlag, Matze und Tobi gehen mal kurz zum Geldautomaten. Gut. Und du passt jetzt ganz genau auf, weil es gibt jetzt 2 E-Bikes. Du kannst dann brauchst nicht durch die Fußgängerzone mehr zu laufen. Du kannst dann mit dem E-Bike durchfahren. Kriegst auch noch 1.000 Euro dazu. Und wir kümmern uns gleich um die Aufstellung und alles, was wichtig ist. Wow. Kurze Pause. Viel Glück. Ja, doch, Zeit. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an 01379 700 700 und nennen Sie das Kennwort Bike. Oder schicken Sie eine SMS mit Bike an die 40400. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und testen Sie Ihr Glück für die 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an auf der 01379 700 700 und nennen Sie das Kennwort Bike. Topspiel um Topplätze. Hamburg gegen Kiel, Samstag ab 19.30 Uhr, live auf Sport 1.
Du willst alles. Du bekommst alles. Wir zeigen alle Spieltag-Highlights der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Sensationell. Kompakt und auf Ballhöhe. Ja! Bei uns bleiben keine Wünsche offen. Herausragend! Bundesliga pur. Sonntag 9 Uhr auf Sport 1. Die Bundesliga auf Sport 1 wird präsentiert vom Mitsubishi ASX. Und Santander. Deine Bank. Jederzeit. Überall. Der Sport 1 Filmfreitag. Das ist meine Überraschung. Deine Filmhighlights. Hey, das sieht ja super aus. Mit schrägen Typen. Morgen, normal. Schnellen Typen. Und starken Typen. Und da darf er natürlich auch nicht fehlen. Krause mein Name, Dieter Krause. Hoch die Hände, Wochenende. Die Fernsehen wird immer besser. Mit dem Sport 1 Filmfreitag, Blutsbrüders. Freitag ab 20.15 Uhr und im Anschluss Hausmeister Krause auf Sport 1. Da sind wir wieder im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Live auf Sport 1 beim Fantalk. Wenn Sie mal dabei sein wollen, hoffentlich dann im Halbfinale, gehen Sie mal auf www.fußballmuseum.de. Da gibt es Tickets und dann können Sie uns hier den Rücken stärken im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen mal ein paar Kilometer weiter. Unser Kollege Manfred Sedelbauer ist vom Stadion und hat die letzten Eindrücke für uns. Wenige Minuten vor dem Spiel ist klar, man merkt hier in Dortmund ein Knistern in der Luft. Das ist ein Königsklassenabend, der naja, für Dortmund auf der einen Seite natürlich positiv werden soll, aber auch natürlich aus Sicht der Madrilenen für Atletico. Und ich stehe hier mit einem Fanclub von Atletico Madrid, mit dem ersten und dem ältesten. Und bei mir steht jetzt einer der Gründungsmitglieder. Gegründet wurde der Fanclub 2003. André, du bist gebürtiger Hannoveraner, wie man sieht. Ganz einfache Frage. Wie kommt man denn darauf, Atletico-Fan zu sein? Das ist eine Frage, die wird mir öfter gestellt, aber tatsächlich, weil es der geilste Verein der Welt ist und dementsprechend, wer einigermaßen Fußballfahrtstand hat, wird irgendwann zumindest eine Sympathie hegen. Nein, im Ernst, der Virus Jorge Blanco hat mich infiziert und dementsprechend ist man halt Atletico-Fan. Aber wie kam es? Also du musst ja irgendwelche Berührungspunkte gehabt haben. Du bist ja nicht auf die Welt gekommen und gesagt haben, Mensch, ich bin jetzt hier eigentlich im schönen Niedersachsen, Atletico Madrid ist mein Verein. Leider nein, das stimmt, aber es gab ein kleines Erweckungserlebnis 2003, der 100-jährige Geburtstag von Atletico, das Centenario. Und wer da gewesen ist, 70.000 Rot-Weiße auf den Straßen. Ich als kleiner Deutscher, der überhaupt kein Spanisch konnte, freundlich aufgenommen, es war herrlich. Und seitdem einfach immer dabei geblieben, tolle Momente erlebt, eine tolle Gruppe dabei, 125 Mitglieder in Deutschland. Es macht Riesenspaß und wir freuen uns auf heute Abend. Was macht denn, man hört schon, die Fans kommen an, die letzte Schwimme im Stadion. Was macht denn diesen Verein, diesen Club, diese Mannschaft vielleicht um Trainer Diego Simeone so einzigartig? Leidenschaft. Zu Atletico Madrid gehört Leiden, Leiden, Leiden und aber auch viel, viel Leidenschaft. Und wenn man das Tal kennt, dann freut man sich auch an den Gipfelhöhen. Das haben andere Vereine nicht, wir schon. Und die Champions League hat noch eine kleine Rechnung mit uns offen oder wir mit der Champions League. Ob das in diesem Jahr so ist, wir werden sehen. Aber heute denke ich ein schiedlich friedliches 1:1, damit könnten wir gut leben. Okay, lass uns über das Spiel sprechen. Also ihr sozusagen geht ja mit einem kleinen Vorsprung ins Rennen 2:1. Jetzt halte ich mal so ein bisschen aus deutscher Sicht ein bisschen dagegen und sage, naja, heimstark ist Borussia Dortmund, bei Atletico Madrid in dieser Saison hapert es ja so ein bisschen. Was macht ihr Hoffnung? Hoffnung macht mir die Mannschaft, die Mentalität, der Coach Simeone, der die Mannschaft richtig einstellen wird. Es ist ein ganz, ganz enges Spiel, wie alle anderen Champions-League-Partien bisher auch. Ein Spiel auf Messerschneide, die bessere Mannschaft mit der besseren Tagesform wird heute, denke ich, das entscheidende Tor dann schießen. Ich hoffe, Atletico macht eins und dass es dann reicht. Passt schon, passt schon. Okay, und wie geht das Duell Diego Simeone gegen Sebastian Kehl heute aus? Ich glaube, wie beim letzten Mal, sportlich fair, natürlich Kopf an Kopf, aber trotz alledem, in den deutschen Medien wird ja häufig der heißspornige Argentinier gezeigt, aber mal ganz ehrlich, das gehört zum Sport dazu und das macht auch Spaß. Und auch nochmal, Leidenschaft, auch Diego Simeone zeigt Leidenschaft. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf das Spiel und jetzt wollen wir aber natürlich schon nochmal kurz von euch hören, wie das klingt so in etwa, wenn Atletico Madrid heute ins Halbfinale einzieht. Ganz klar, ganz einfach, Aleti, 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 Pui, Alati. Ich hab gedacht, er ruft Olé oder so. Alati, was ist Alati? Also ein Sechstel, Ala Madrid kenne ich ja. Ala Madrid und das ist dann Alati.
Aber hast du auch selten gesehen, einen Atletico-Fan mit 96er-Kappe, der fließend Deutsch spricht? Ich fand das Erweckungserlebnis fand ich schön. Er war mal in Madrid und hat dann, ich habe auch mal auf Mallorca die Sportfreunde Lotte kennengelernt, habe aber keinen Fanclub gegründet. Also wird man nicht auch Fan wegen des Fußballs, denke ich. Aber ihn hat ja angesprochen, dich vielleicht nicht damals. Das stimmt, ja. Haben Sie dich alleine gelassen? Nein, aber er hat es gut erklärt. Aber ich fand, er hat es auf jeden Fall mit der Leidenschaft hat es doch gut erklärt. Also von daher. Also mit 1-1 sind wir nicht zufrieden. Wir wollen einen Sieg vom BVB. Und wie will das angehen heute, der Edin Terzic? Genau, wir gehen mal rüber in den Optimismusmodus und zeigen, das sind die Helden, die heute Abend Fußballgeschichte schreiben, aus deutscher Sicht und aus Sicht von Borussia Dortmund. Also, es gibt schon einige Veränderungen im Vergleich zum Sieg in Gladbach. Na klar, auch verletzungsbedingt. Allaire haben wir erwähnt, ja. Marlen leider auch nicht rechtzeitig fit geworden. Das ist sicherlich noch eine schlechte Nachricht, ist gar nicht im Kader, Oberschenkelprobleme zu groß. Also Kobel, der muss sich definitiv steigern zur ersten Halbzeit aus der vergangenen Woche, dann war er gut. Dann Innenverteidigung mit Schlotterbeck und Hummels davor, Sabitzer, starkes Spiel in Gladbach, Can und dann Sancho wieder mit dabei. Brandt, der in letzter Woche auch nicht in der Startelf stand, heute steht er. Hat sogar der Trainer ja gesagt, vielleicht war das ein Fehler, auch sehr offen. Adeyemi in der Bundesliga raus nach dem Platzverweis. Hier ist er wieder dabei. Und vorne Niklas Füllkrug. Der muss fast heute treffen, denn klar ist, Dortmund braucht mindestens ein Tor mehr, um zumindest Richtung Verlängerung zu denken. Und zwei, um dann tatsächlich im Halbfinale zu sein. Mach's mal ganz einfach, Mario. So hätten wir auch aufgestellt wahrscheinlich, ne? Nur ist das für mich keine große Überraschung. Das wollte ich damit sagen, ja. Also Malen raus. So hätten wir auch aufgestellt. Brand rein, das war eigentlich zu erwarten. Der Ausfall von Malen, wie schwer wiegt der? Naja, Malen ist natürlich schon ein sehr, sehr guter Spieler. Macht für mich eine sehr, sehr gute Saison. Mhm. Ist auch immer für ein Tor gut. Aber Julian muss man auch sagen, ne? Er hat ja die letzten Wochen so ein bisschen Ladehemmung gehabt. Die Spiele waren nicht so, das, was ich gesehen habe, nicht so weltbewegend. Jetzt kann er sich wieder ein bisschen empfehlen, vor allem auch auf Hinblick für die Europameisterschaft. Das sind ja die Spieler, ich gehe mal davon aus, der noch Bundestrainer Nagelsmann wird heute im Stadion sein. Der was? Der? Wie? Der Bundestrainer. Noch Bundestrainer, ja. Wird im Stadion sein. Hört er jetzt vor der EM noch auf? Nein, das meintest du nicht. Nein, aber der wird ja nicht mehr so lange, denke ich mal, Nationaltrainer sein. Aber der wird im Stadion sein und das ist natürlich die beste Bühne, sich zu empfehlen, dass man vielleicht doch noch dabei sein will bei der Europameisterschaft. Weil er danach zu den Bayern geht, um den Satz zu vervollständigen. Oder vielleicht zu Borussia Dortmund. Das hast du ja schon vor Monaten behauptet. Bleibst du dabei? Ich behaupte, was ich will. Ja, das will ja auch keiner absprechen. So. Aber wo geht er denn jetzt hin? Wenn vielleicht nicht... geht er auch nach Freiburg. Also sowohl als auch kann er hingehen. Da kann er nach Dortmund gehen, da kann er aber auch vielleicht nach Bayern gehen. Was glaubst du eher? Ich glaube eher nach Dortmund. Ehrlich? Ja. Weil? Ja, also erst einmal, ich würde es sehr schade finden, wenn du einen Trainer rausschmeißt und der Trainer, es ist ja jetzt nicht alles so sehr, sehr gut gelaufen. Das kann man ja sagen, ja gut, es war ja noch Kahn und Salihamidžić, aber du meinst die Bayern, der eine oder andere Verantwortliche war ja trotzdem noch mit involviert in dieser Geschichte. Und dann jetzt dann wieder zurückzuholen und nur einfach so zu sagen, das war damals ein Fehler, naja gut, es war ein teurer Fehler. Ich würde an Nagelsmann seiner Stelle und nochmal, es gab ja vor längerer Zeit schon mal ein Gespräch oder hat man drüber nachgedacht über Nagelsmann. Ich glaube, dass Nagelsmann für sich einen Fehler machen würde, wenn er wieder zurückkommt. Also man hört gerade die Stille hier bei den Dortmund-Fans gerade. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, ist es überhaupt eine schlaue Idee, wenn das Julian Nagelsmann, natürlich gehe ich davon aus, dass er an sich glaubt und daran glaubt, dass man die EM erfolgreich bestreiten kann. Aber was ist denn jetzt, wenn die EM mal nicht so erfolgreich laufen sollte? Angenommen, Vorrunde oder Achtelfinale ist man raus und dann bist du aber der neue Trainer von, ich sag mal, Bayern München oder Borussia Dortmund. Dann würde man auf jeden Fall starten mit so nach dem Motto, so, oh Gott, das ist jetzt unser neuer Trainer, das hat aber mit der EM jetzt überhaupt nicht geklappt. Wäre es nicht schlauer zu sagen, ich gehe mal ins Ausland, weil im eigenen Land eine EM, wenn die nicht laufen sollte, ich hoffe es nicht und ich glaube es auch nicht, aber angenommen, es wäre so, dann wird das aber kein einfacher Start. Nein, es ist ja auch möglich. Es muss ja nicht sein, dass er nach Bayern oder nach Dortmund geht. Es kann ja auch sein, dass er ins Ausland geht. Aber nach Freiburg hast du doch gehört. Ja. Ich glaube halt einfach, wenn sich vor der Europameisterschaft entscheiden, das hat er ja gesagt, wenn
bis zur Europameisterschaft nichts passiert ist, dann wird er auch wahrscheinlich Nationaltrainer bleiben. Aber er will auf dem Platz, er will jeden Tag auf dem Platz stehen. Und deswegen wird er, wenn er ein vernünftiges, ein gutes Angebot kriegt, egal von einem guten, großen Verein, wird er diesen Vertrag annehmen. Aber was ist denn jetzt, oder Tobi, du kannst auch beantworten, was ist denn jetzt, wenn er mit unserer Nationalmannschaft ein tolles Turnier spielt und er kommt, sagen wir mal, bis ins Halbfinale, irgendwann kann ja auch sein, oder bis ins Viertelfinale, und dann ist das so unerfüllt. Da würde ich doch irgendwie sagen, als wenn ich der Julian Nagelsmann, würde ich sagen, ey, jetzt bin ich bis ins Halbfinale gekommen, hab das Ding nicht geholt. Er möchte gerne eine Sicherheit, haben hat er relativ klar gesagt, er möchte gerne im April oder vor dem Turnier zumindest wissen, wie es danach für ihn weitergeht. Aber ist das schlau? Entweder DFB, ich glaube, die Entscheidung fällt nur zwischen dem DFB und den Bayern. Die Bayern haben relativ klar hinterlegt bei seinem Berater, dass sie eine erneute Zusammenarbeit gerne hätten mit ihm. Da hat sich der eine oder andere sicherlich erstmal ins Fäustchen gelacht, weil das ist ja schon eine sehr interessante Entwicklung. Und Mario hat es gerade gesagt, eine wahnsinnig teure Fehleinschätzung dann im Nachhinein, das, was sie da vor einem Jahr mit ihm gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, sie wären bereit, da über ihren Schatten zu springen und zu sagen, komm, das waren andere Verantwortliche, kommen wieder her. Sehr interessantes Thema, lass uns da gleich bitte drüber reden, weil wir haben nur noch ein paar Minuten bis zum Spielbeginn und wir wollen uns noch die letzten Hinweise holen zum Spieltag von unserem Sportwettpartner. Also dann geht's gleich weiter. Crunchtime in der Champions League. Die Viertelfinal-Rückspiele stehen vor der Tür und Borussia Dortmund läuft da gegen Atletico Madrid im Rückstand hinterher. Für alle BVB-Fans gibt's bei Wettanbieter Neobet aber jetzt einen XXL-Quotenboost und das noch obendrauf. Mit dem Promotion-Code NEO10 bekommt ihr als Neukunde beim Wettanbieter Neobet einfach die besten Angebote. Gebt den Code bei der Registrierung ein und ihr erhaltet sofort ein 10€ gratis Wettguthaben. Und das könnt ihr auf alle nationalen und internationalen Fußballspiele setzen. Oder ihr scannt ganz schnell mit dem Smartphone den QR-Code ab. Via Dortmund hat sich im Hinspiel noch ein 2:1 erkämpft. Jetzt geht's vor heimischer Kulisse drum, ins Halbfinale einzuziehen. 80.000 Fans, die gelbe Wand, das sind doch beste Voraussetzungen. Und sollte der BVB nach 90 Minuten 1:0 oder 2:0 gewinnen, dann boostet Neobet hier die Quote für euch auf 6,75. Wenn ihr aber kein Fan von Borussia Dortmund seid, kein Problem. Klickt euch einfach mal durch. Bei Neobet gibt es hier noch viele weitere Teams, viele weitere Fußballspiele und auch viele weitere Sportarten. Gebt ihr den Promotion-Code NEO10 bei der Registrierung auf neobet.de ein, dann wartet auf alle Neukunden auch noch ein Starterbonus im Wert von bis zu 50€. Also euch jetzt ganz viel Spaß mit der Champions League und vielleicht ja mit eurer persönlichen Wette bei Wettanbieter Neobet. Also sehr interessant, wohin geht Julian Nagelsmann? Auch das gleich bei uns noch mal ganz ausführlich. Jetzt schnaufen wir alle noch mal richtig durch, ne? Ja, und können auch verreisen, wenn wir jetzt mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Las Vegas geht es, ja. Mach, ruf an. Bis gleich. Danke. Wo geht's hin? Las Vegas. Oh, geil. Komm mit. Pokern. Dein Traum ist die WSOP? Das ist deine Chance. Sport 1 verlost zusammen mit Gigi Poker die ultimative Pokerreise zur WSOP nach Las Vegas. Jetzt auf sport1.de/Vegas teilnehmen oder QR-Code hier scannen und mit etwas Glück und Gigi Poker bist du auf dem Weg zur WSOP Las Vegas. Dein Darts-Donnerstag, Madhouse, die Sport1-Darts-Show. Und gleich im Anschluss Game On in der Premier League. Donnerstag ab 19.30 Uhr auf Sport1.
erste Liga gehört euch. Hier will der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein werden. Doch auch der HSV will endlich wieder ins Oberhaus. Die Hausherren im Kampf um Relegationsrang 3. Topspiel um Topplätze. Hamburg gegen Kiel. Samstag ab 19.30 Uhr. Live auf Sport 1. Das Topspiel der zweiten Bundesliga wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Football around the world. Und dann dieses Pfund. Ob Emotionen oder Sensationen. Absolut on fire. Vorhang auf für Spitzenfußball rund um den Globus. In Score. Heute 23.15 Uhr auf Sport 1. Score wird präsentiert von Sport Digital Fußball. Kilometer weiter im Signal Iduna Park. Wir haben auch schnell getippt. Der BVB ist schon auf dem Platz. Also, was hat ich habe hier 4-2 getippt. Ich auch. Oh ja. Ich habe auch 4. 4-mal Helmer habe ich. Ja. Nee, Leute, ja. Ihr wollt richtig viele Tore sehen. Finde ich gut. 3-2? Auch 4? Ja. 3-2 geht nicht. Doch, doch. Geht schon. Ja, er will ja Verlängerung haben. Ach so. Matze, bist du noch bei uns? Ja. Gut. 4-1. Ja. Alle. Krass. So, alle Tipps gezeigt und damit ist Hadi dran. Los geht's. Ja, wir schauen nämlich auch auf das andere Spiel. Genau. Das ist ja das dann. Ich habe jetzt jemanden 2-0 für Barca getippt, denn die haben das Hinspiel schon 3-2 gewonnen. Man muss wirklich sagen, Barcelona war ja auch so in den letzten Jahren eher so, oh, kein Geld, kein Messi, geht da überhaupt noch was? Ja, da geht noch was. Wir gucken mal aufs Personal und sehen ja auch reichlich Schwarz-Rot-Gold mit dabei. Unter anderem ist ja Ter Stegen nach wie vor da die uneingeschränkte Nummer 1. Für mich auch nach wie vor der beste deutsche Torhüter aktuell, aber das ist ein anderes Thema. Also Ter Stegen ist auf jeden Fall in der ersten Elf. Mario, jetzt guck mich nicht so an. Lewandowski soll vorne die Tore schießen und unser Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündoğan ist auch natürlich mit in der Startelf. Also 3-2 liegen sie vorne. Gucken wir schnell auch noch auf PSG, die mal wieder, so droht es zumindest, bei der Champions League nichts reißen werden, trotz viel, viel Geld. Aber auch im Personal sehen wir Kylian Mbappé, der ja mittlerweile nur noch Teilzeitprofi ist. In der Liga spielt er gar keine Rolle mehr. Und in der Champions League, da kann er natürlich der Faktor sein, der dann die Wende vielleicht noch schaffen könnte. Auf ihn werden wir heute gucken, auf Dembélé, auf Donnarumma, der hatte eine Menge Arbeit schon im Hinspiel. Also auch natürlich eine Mannschaft der großen Namen, aber wahrscheinlich eben nicht der großen Hoffnung in Richtung Halbfinale denken zu dürfen. So, das Spiel fängt in 10 Sekunden an. Bei Dortmund gibt man sich gerade die Hand. Kapitän Emre Can tauscht den Wimpel und wir sind startklar für einen hoffentlich großen Fußball. Aber ich glaube, dein Hase da neben dir heute. Das haben sie nicht gesehen, weil da gerade die Aufstellung war. Der hat mich gegen Schienbein getreten. Findest du nicht? Ich finde, er ist Deutschlands Nummer 1. Dann wird er doch spielen, oder nicht? Er spielt nur dann, wenn Neuer nicht spielt. Also wer ist denn Nummer 1? Wegen meiner Aussage oder war er dagegen hält? Deine Aussage. Dankeschön, ja, das freut mich sehr. Er hat genauso wenig Ahnung wie du. Ja. Warum? Was spricht für Manuel Neuer aus? Wenn Neuer zurück ist, spielt Neuer oder nicht? Hat er doch gerade wieder gespielt. Ja, ich frage, ich sag doch nicht Julian Nagelsmann. Also. Ich frage, ist Neuer besser als der Stegen? Natürlich, sonst würde er nicht spielen. Was ist denn das für eine Begründung? Du hast doch selber eine Meinung. Ich spiele immer die Besten. Aber du sagst, Manuel Neuer spielt besser. Letzte halbe Jahr, machen wir es mal. Er ist besser. Ich habe nicht gesagt, dass er besser spielt, ich habe gesagt, er ist besser wie Ter Stegen. Gut, spielen die Verletzungen eine Rolle oder keine? Natürlich. Aber er ist viel verletzt. Wer? Manuel Neuer. Aber trotzdem Spieler. Ja, aber hat er am Wochenende gespielt oder nicht? Was hat er? Der hat am Wochenende nicht gespielt. Nee, der hat Pause gemacht für heute. Heute spielt er wieder. Ja, morgen spielt er. Heute sind noch wichtige Spiele. Morgen ist noch wichtige Spiele. Gut. Das interessiert eine zweite oder dritte Platz in Neuer. Der will die Champions League gewinnen, also. Und jetzt sei ruhig. Oh, Mario, wir wollen noch zu Nagelsmann was sagen. Ja, also darfst du. Mein Argument ja, warum er nicht dahin gehen sollte, ist ja, nachdem was alles passiert ist. Was? Zu Bayern. Bayern, genau, Bayern wird einen Umbruch einleiten müssen. Die Mannschaft ist vogelwild im Moment, außer in der Champions League. Einigermaßen passt da. Also es werden 3-4 Spieler, denke ich mal, Verein verlassen. 3-4 neue werden wahrscheinlich kommen, vielleicht auch mehr oder auch mehr weg, keine Ahnung. So, Nagelsmann ist eigentlich wegen keinem schönen Fußball mit entlassen worden, obwohl er nur ein Punkt in dem Tabellenführer damals Dortmund war, in der Champions League und im DFB-Pokal. War überall dabei, genau. Was passiert denn? Jetzt muss er den Umbruch einleiten, der ist sicherlich
kommen wird und auch muss. Was passiert denn, wenn er die ersten drei oder vier Spiele, wenn es in München nicht funktioniert? Da gibt es genau wieder auf die Fresse. So, und das, dem würde ich mich nicht aussetzen. Ich würde einfach, wenn vielleicht ist Tuchel dann ja noch frei. Vielleicht tausche ich dann wieder zurück. Ja, das könnte ja theoretisch wieder sein. Nein, aber ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Ich glaube, noch mal, ich glaube, für ihn selbst wäre es besser. Natürlich, die Argumente sind natürlich, er wohnt in München, die Familie, alles schön und gut. Aber ich glaube, er könnte mit Borussia Dortmund auch viel bewegen. Ne? Da ist ein geiles Stadion, geile Fans, mal was ganz anderes. Da ist er geht er unvorbelastet ran an diese Geschichte. Nach München zurückzugehen, das haben wir damals, glaube ich, vor langen Jahren haben wir mal über Podolski so eine Diskussion gehabt, warum er denn wieder zurückgegangen ist nach Köln. Das hätte er 5 Jahre oder 10 Jahre später auch noch machen können. Ja. Dann hat er auch den leichten Weg gewählt. Ja. Und es war nicht unbedingt, klar, für Lukas hat es jetzt keine große Rolle gespielt, aber es war für alle, er hat den leichten Weg wieder zurückgewählt, ne, von Bayern. Das wäre eher eine Belastung für alle. So, und deswegen glaube ich einfach nochmal, dass einfach zu viel passiert ist in der Kürze der Zeit, in dem einen Jahr, wo er da war, und wie dann auch die Entlassung zustande gekommen ist. Aber es wäre ja fast ein bisschen ähnlich auch wie bei Terzic, der ja auch sozusagen, ich will nicht sagen entlassen wurde, aber ersetzt wurde und dann wieder zurückgeholt wurde. Jetzt ist die Frage, wie bewertet man diese Rückholaktion von Terzic? Ist das ein Erfolg? Oder war's, ist es eher kein Erfolg? Und was wenn er die Meisterschaft geholt hätte, wäre es ein Erfolg gewesen. Und heute war es ein Erfolg? Naja, ich sag ja, wenn er die Meisterschaft geholt hätte, ja, so ist es eher, weiß man nicht. Ne? Er hat ja, Tobi weiß das ja noch viel besser wie wir alle wahrscheinlich. Vor einem Jahr hat man doch über Terzic nach dem letzten Spiel, glaube ich, diskutiert. Ja. Oder war das, oder jetzt, nee, letztes Jahr im Winter. Also, man nach dem Spiel, jetzt von letzten Spiel. Vor ein paar Monaten erst. Ja, vor einem halben Jahr. Du meinst gegen Mainz. Das letzter Spieltag, letzte Saison, als der BVB im Grunde Meister war. Nur noch Mainz schlag. Oh! Nein! Ach du Scheiße. Oh, Riesenchance. Da hat man muss doch direkt machen, oder? Warum nimmt er den Ball denn an? Da hat man sich ja abends auch noch lange zusammengesetzt und hat über ihn diskutiert, ob er überhaupt noch Trainer bleiben darf. Ja, genau. Also die Großchance nach 2,5 Minuten für Borussia Dortmund, das Ganze auf die linke Seite eingeleitet. Und dann bekommt Sabitzer den Ball, 8 Meter, 9 Meter vor dem Tor, völlig frei, nimmt ihn an. Und als er dann schießen will, ist es eigentlich zu spät, kommt ein Abwehrspieler und grätscht dazwischen. Aber das Tor war frei, ne? Das Tor war frei, er muss direkt abschließen, dann ist das sichere 1:0. Sabitzer war der Doppelpacker vom Wochenende, eigentlich weiß er gerade, wie es geht. Gut drauf gerade, ne? Ja, der Leader, der neue Leader, Tobi, siehst du den auch? Siehst du ihn auch so? Aber auch der Nachschuss. Nee, also ich finde, er findet sich nun tatsächlich langsam ein. Es hat relativ lang gedauert, ging ja auch schon wieder würde ich auch so sagen, los, dass da relativ viel kritisiert wurde. Also gerade in Leipzig wurde er wahnsinnig dafür gelobt, was er mit der Mannschaft machen kann und wie er eine Mannschaft anführen kann. Das hat er bei den Bayern gar nicht gezeigt. Genau. Die Dortmund haben ihn deswegen geholt. Jetzt eine große Chance für Atletico. Was macht der denn? Alle Achtung. Was macht der denn? Warte, wie immer, zum Glück. Eigentlich müsste jetzt schon sicher 1-1 stehen. Ja, 1-1. Alter! Geschossen. Wobei, dagegen war das wirklich von Sabitzer gar nichts. Weil Konter über Morata läuft alleine über die gesamte grüne Wiese, alleine auf den Torwart zu, lupft über den Ball rüber. Alle denken, der geht rein und so ein Stück fehlt. Er kullert am Pfosten vorbei. Riesenglück für den BVB. Eigentlich müsste es 1-1 sein. Aber gut, Sabitzer ist weggeblieben. Ne? Der kreuzt natürlich auch überragend, weil wenn er den berührt, dann ist rote Karte nach 4 Minuten. Aber warum muss denn Sabitzer da ins Laufduell mit ihm? Ich meine, hallo, da stimmt ja gar nicht. Bitte aber mal. Aber Mike, was macht denn der, ich glaube, Schlotterbeck war es, an der Mittellinie, verliert das Kopfballduell und der Spieler läuft in der Mitte, in der eigenen Hälfte noch aufs leere Tor, dann auf Kobel zu. Du darfst ja dann entweder musst du als Abwehrspieler den Ball kriegen oder musst du wegbleiben. Danke. Total, ja. Und wo ist die Absicherung, wenn, also überhaupt? Die ganze Abwehr war ja weg, aber ja kein Hummels. Also ich weiß gar nicht, wo die gerade waren. Ja, das war eine völlig, also für eine 5. Spielminute eine völlig ungewöhnliche Situation. Sowas hast du ja eigentlich dann, wenn es irgendwann dann Richtung Wildwest geht in den letzten 10 Minuten. Aber das rächt sich, das rächt sich. Geht doch gleich geil los, Dortmund. Und man muss sagen, dass normalerweise, wenn Morata gegen eine deutsche Mannschaft spielt, macht er den immer weg. Also von daher ist das, Aber grundsätzlich können wir ja schon mal festhalten, das ist eine ganz andere Startphase als im Hinspiel.
Ja, Mike, also das, was wir da gesehen haben. Naja, heute. Ja, also. Ja, aber die ersten. Doch, gut, aber sie waren da. Sie haben ja, gut, aber also von Atletico geht es genauso los. Jetzt noch mal die Chance. Schau doch mal. Adeyemi bereitet vor. Direkt! Muss er direkt? Die Laufrichtung. Ihr habt recht. Der Torwart liegt schon in der Ecke. Labitzer muss nur den Fuß hinhalten. Direkt. Der liegt in der Ecke, ne? Ja. Darf er nicht mal annehmen. Da muss er direkt. Ja, aber der Oblak liegt schon in der anderen Ecke, Mike. Ja, besonders, es gab überhaupt keinen Grund, den anzunehmen, weil der Schuss, also oder die Flanke war ja auch also butterweich. Ich sagte, der war sich zu sicher. Der war sich zu sicher, dass er den macht, 100%. Aber Kata hat ja recht. Also du siehst ja, die sind ja voll im Spiel. Sie haben die Riesenchance. Ja, aber es ist auch nicht schwer, aber zu spielen, die erste Halbzeit wie letzte Woche. Ja, das stimmt. Die war ja voll Katastrophe. Aber wo Mario natürlich recht hat, ist, aber so ein Konter in der fünften Minute im eigenen Stadion, schwierig. Atletico hat ein bisschen die Schalke-Farben an. Vielleicht hilft das auch noch. Das meint ihr so ein bisschen, ja. Oder? Stimmt. Kleine Motivation. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, wenn ich nicht sehen würde. Königsblau ist Atletico. Königsblau. Was hättest du denn? Mach mal drei Striche gleich. Wie viele Striche mache ich da? Ja, ich will drei. Also, mach drei gleich. Falsches Lied, schlecht gesungen, Stimme nicht gut. Was machen wir denn noch alles hier? Also. Simeone ist aber auch schon in den letzten zwei Minuten schon um 10 Jahre gealtert. Ja. Ich war eben bei Sabitzer. Wie siehst du ihn denn? Nach dem letzten Spiel in Gladbach haben alle gesagt, wow, das ist unser Mann. Ja. Ich sag mal, auch in so einer Szene muss man immer sagen, ja, na klar, also ich bin auch der Meinung, wenn du die Chance hast, musst du in einem solchen Spiel das Tor machen. Auf der anderen Seite ist es eben auch bezeichnend, dass er die Chance bekommt. Das muss man auch immer sagen, das ist auch kein Zufall, sondern wenn du jemand bist, der Chancen bekommt, dann spricht es eigentlich erstmal dafür, dass du auch, dass es für dich ganz gut läuft. Und vielleicht sehen wir ja gleich noch das Tor von ihm. Also in München ist er für mich nie so richtig angekommen. Ja. So, das war so, der war in Leipzig, alle haben gesagt, wow, geiler Spieler, kommt nach München, ist sicher auch ungleich schwerer, die Erwartungshaltung ist eine andere, Druck ist größer. So ist dann nach Dortmund gegangen, hat da auch für mich am Anfang. Er war ja noch woanders. Gesagt, auch noch nicht so. Zwischendurch war er noch in England, ne? Nicht vergessen, hat auch nicht funktioniert. Genau so, aber ich ist ein Spieler, wo ich auf jeden Fall dran festhalten würde, weil er hat es ja schon mal bewiesen in der Bundesliga und es wäre für Dortmund, dann irgendwann ist die Ära Hummels und Reus vorbei und dann brauchst du vielleicht auch mal Spieler, die ein bisschen gestandener sind und die dann auch wirklich für Dortmund und für Borussia Dortmund stehen. Die brauchst du halt einfach. Aber ist das ein Spieler, auch mit der in so einem Stadion, mit solchen Fans, mit diesen Emotionen und Leidenschaft, ist Sabitzer dann so ein Spieler, wo du sagst, ey, das ist geil, mit dem kann ich mich voll identifizieren, bei so einem Verein? Oder ist es dann so ein De Paul oder ein Koke oder ein Bellingham, alle? Ja gut, aber wo man auch so ein Funke überspringt? Mir fehlt, hoffentlich kommen sie weiter, ich bin nicht der Fan von ihm, weil ich einfach sage, dann macht er das Tor und dann der Jubel wieder so emotionslos. Aber da muss er ja vielleicht auch noch reinwachsen. Das muss er vielleicht, ich sag mal, reinwachsen, der ist ja alt genug. Naja, schon. Also ich sag mal, das ist ja, wenn du in Madrid spielst beispielsweise, ja, dann ist als ausländischer Spieler, dann musst du auch lernen, dass du dich beim Tor hinten auf die Traube draufschmeißt, damit die Zeitungen deine Rückennummer fotografieren. So ist es. Habe damit zwei, drei Leuten. Wie war das? Damit die Zeitungen beim Foto, wenn die Jubeltraube ist und du bist ein Spieler, der kein Spanier ist. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Früher war es so, dann musstest du dich als ausländischer Spieler im besten Fall, vor allem wenn du defensiver Spieler warst, dann wäre ich Publikum auf die, Toni Kroos ist immer auf den Rücken der anderen gespielt? Nein, ich nie Toni gesehen. Kroos nicht. Aber, ja, so, aber so, es gab ja auch nicht nur deutsche Spieler, es gab ja auch andere Spieler. So. Ja. Und ich will ja auch nur sagen, das kann man doch dazulernen. Und kann man sagen, Mensch, ich muss vielleicht ein bisschen, wenn ich Führungsspieler werden möchte in diesem Verein und vielleicht auch von den Fans in eine andere Rolle, dann kann man ja auch da vielleicht dazulernen. Warum auch nicht? Also dann ist ein Tor gefallen. Dann wäre dein Rat gewesen, von außen. Nein, das war nicht mein Rat, sondern ich habe mit Journalisten gesprochen, die haben gesagt, das ist ein bewährtes Mittel in Madrid als ausländischer Spieler, wenn du kein Spanier bist. Warst ja mal da. Hast du es wesentlich schwieriger, dass du von den Zeitungen, weil die Presse natürlich einen ganz anderen Druck hat, die sind viel kritischer ausländischen Spielern gegenüber. Und dann gibt es ein einfaches Mittel, es fällt ein Tor und du schmeißt dich einfach auf die Traube drauf, dass deine Rückennummer und dein Name, ja, nur wenn du sozusagen abgedruckt bist von der Marke. Das wäre noch besser. Das wäre noch besser, dann bist du unten Not. Also. Aber es gibt ja solche einfachen Dinge. Also. Ja. So, Katar, du stehst hier. Gott sei Dank. Ja, also wir bleiben mal beim Thema Marcel Sabitzer, weil ich habe hier hinten so ein Raunen vernommen eben gerade, als es darum ging, ob er eine mögliche Identifikationsfigur des BVB werden kann. Ich bin total bei Mike. Keine Chance. Was braucht denn eine Identifikationsfigur des BVB? Wie Mike schon gerade sagte, er muss sich total mit dem Verein identifizieren. Und wenn er mal ein Tor erzielt und so. Aber kann das nicht über eine gewisse Zeit wachsen?
Nein, der ist ja ein gestandener Profi. Der hat ja schon Jahre hinter sich irgendwie bei zig Vereinen und so, aber in Dortmund. Alter Sack, ne? Ich meine, damit braucht es einen Spieler, der dann auch schon jahrelang beim Verein ist. Ich meine, du hast Hummels und Reus natürlich genannt. Das sind natürlich Spieler, die sehr, sehr viele Jahre beim BVB schon gespielt haben. Braucht es das, um sich identifizieren zu können? Ist es das, was du meinst? Oder meinst du eher, es ist so eine Charaktersache, so eine Typsache? Charakterfrage. Weil da kommt irgendwie kein Funke rüber. Auch wie Mike schon sagte, beim Tor in Gladbach jetzt und so, gut, der hat ein Tor gemacht, dreht sich ab, da kommt kein Jubelschrei großartig oder die Hände und sowas. Ich empfände es aber auch nicht als authentisch, wenn du jemanden hast, der relativ neu im Verein ist, vorher auch weiß, dass er in 3 Jahren oder in 2 Jahren bei 3 Clubs gespielt hat, weil der war ja nun wirklich, ne, Leipzig, Bayern, dann noch ein halbes Jahr bei Manchester United. Wenn du dann direkt zum BVB kommst und da so jubelst, als wenn du da seit 15 Jahren in dem Verein irgendwie alles erlebt hast, nee, mag ich auch nicht. Also ich erinnere mich an Peter Stöger, der mal vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt ist. Am Sonntag noch an der Seitenlinie für die Kölner stand. 5 Tage später, wirklich, ich dachte, das ist jetzt im Karneval oder 1. April, hat er wirklich alles, was es im BVB-Fanshop gab. Von Mütze bis zu Socken, Unterwäsche, weiß ich nicht. Hat er alles getragen und war dann auf mal maximal aufgesetzter, aber überhaupt nicht authentischer Peter Stöger. So, und damit habe ich auch ein Problem. Da ja reinwachsen. Aber es geht doch um die es geht doch um ein Lied. Es geht, du sagst ja, Lieder, Emotionen und Leidenschaft. Bei so einem Verein, glaube ich, du bist doch, da bei so einem Verein brauchst du aber auch 2, 3 Jungs, die sich dann auch oft, die sich das Herz rausreißen. So, ja, und die dann halt Marcel einfach auch mit Körpersprache vorangehen. Ich sehe den und deutlich positiver. Das hast du doch nicht. Ich sehe den positiver, weil A, ist der mittlerweile 30? Ist, ja, keiner macht du erstmal. Kannst du deinen Satz noch beenden, oder? Tor! Was denn? Achso. Jetzt passiert dir sehr viel. Warte, bleib stehen. Also, erste Tor. Ja. Sie merken schon, hier flippt keiner aus, weil es ist nicht für Borussia Dortmund. Es ist aber auch nicht für Atletico, das ist das Gute. Aber für die andere spanische Mannschaft. Barcelona mit dem 1:0, das Ganze nach 12 Minuten, damit ja insgesamt ein 4:2. Übrigens, für alle, die jetzt irgendwie mal anfangen wollen zu rechnen, es gilt ja nichts mehr mit Auswärtstoren oder so. Ist völlig wurscht. Also auch heute beim BVB 1:0, 2:1, 3:2, alles reicht, um Richtung Verlängerung zu denken. Wir wollen auch ein paar mehr Tore haben. Borussia Dortmund jetzt schon mit 2 großen Chancen. Jetzt aber hören wir die Fanmeinung noch zu Marcel Sabitzer. Er hat doch alles gesagt. Zu Anfang der Saison, warum ist Marcel Sabitzer geholt worden? Ich glaube, er hat Ersatz für Bellingham oder ungefähr. Und es hat man in Dortmund die Runde gemacht, dass die Möglichkeit bestand, Xhaka zu holen. Granit Xhaka. Ja, wäre jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Für 15 Millionen, so ein das ist ein gestandener Spieler und der hätte wunderbar nach Dortmund gemacht. Aber ich versuche mal positive Argumente für Marcel Sabitzer zu finden. Erstens, seit 12 Jahren auch bei den österreichischen Nationalmannschaften feste Größe. Hat gegen Deutschland getroffen auch und ist da wirklich auch ein Leader. Und man muss sagen, der österreichische Fußball ist jetzt nicht nur so wie früher, dass wir drüber lächeln und sagen, die hauen wir mal weg. Nee, die hauen momentan viele andere weg. Und er hat halt, finde ich, mit 30 ein perfektes Alter, um jetzt nicht nur auf dem Rasen, sondern auch abseits wirklich für die Mannschaft eben zu glänzen. Dass er nicht der Publikums-Yippie-Yippie-Typ ist, bin ich bei dir. Aber ich finde, gerade in der letzten Zeit zeigt die Formkurve nach oben und ich glaube, Dortmund kann mit ihm noch eine Menge Spaß haben. Haben wir denn noch jemanden, der hier vielleicht noch was Positives zu Marcel Sabitzer sagt? Ich wollte einfach nur noch mal sagen, dass ich das nachvollziehen kann, ja, aber solange natürlich auch Chance für Borussia Dortmund? Nein. Solange auch immer mal Hummels oder Reus ist, vielleicht auch so ein bisschen die Position oder sind die Positionen besetzt der typischen Dortmunder. Wenn die aber gehen und natürlich ist es, wäre es wünschenswert, ja, dass mal ein Bellingham oder was bei Borussia Dortmund bleibt und da 10 Jahre spielt. Aber die Chancen, müssen wir mal ehrlich sein, die sind mittlerweile nicht ganz so groß mehr. So, also muss es ein, was für ein Spielertyp ist es, der sich dann auch wirklich 10 Jahre für Borussia Dortmund entscheidet? Ja. Es müsste einer sein, der vielleicht aus Dortmund kommt und deswegen glaube ich, im Überlegen, dass vielleicht Hummels noch ein Jahr oder 2, wissen wir nicht, und bei Reus ähnlich, dann finde ich, dass durchaus ein Kandidat, auch wenn er jetzt nicht ganz so euphorisch ist, wie du es gesagt hast, aber es ist zumindest ein gestandener Spieler, der vielleicht noch 3, 4, 5 Jahre da spielen kann. Und das muss es ja erstmal sein. Du musst ja erstmal beim Verein auch 3, 4 Jahre bleiben, damit du eine Identifikationsfigur werden kannst. Aber den kauft keiner weg. Genau da mal anschließen, die Frage stellen. Ja, und ein Xhaka ist halt eben nach Leverkusen gegangen. Nein, ich habe ja gerade gesagt, dass er sich verbessert hat, da langsam reinwächst und so. Ist meine Meinung. Ja, das war schon. Also dann einmal anschließend noch die Frage, wer sind denn Spieler, die, wenn jetzt Reus und Hummels... Nein, schieß doch nicht von da. Ah ja, komm. Das ist das Thema ja noch. Nein.
kurz. Da steht doch keine Bratwurst. Wer sind die Spieler, die zu diesen Identifikationsfiguren beim BVB werden könnten, wenn dann die Zeit von Hummels und Reus vorbei sind? Schwierig im Moment. Also da müssen neue Leute kommen. Aber man kann das ja auch nicht vergleichen, weil Hummels spielt eine andere Position, der Reus spielt eine andere Position, Sabitzer ist im Mittelfeld. Was mit Schlotterbeck und Süle? Noch so ein Kandidat, wirklich Schlotterbeck, also für mich. Gibt es einen Spieler, den du gut findest? Bei deinem Verein? Nein. Nur noch mal Mann, oder nicht? Oder kennst du nur die zwei, die du gerade aufgezählt hast? Ich gebe dir noch mal die Aufstellung. 10 Minuten zurück, was in Beispiel Schlotterbeck, was war denn da gerade? Ja, okay. Mario, bitte hilf mir mal. Du hast alles richtig gesagt. Dankeschön. Das ist auch immer so. Wie ist dein Name eigentlich? Uli, also erstmal großer Applaus für Uli. Kader, kannst du mir noch mal einen Gefallen tun? Kannst du mal hinter mir durchschlüpfen, bitte? Aber sicher. Wollen wir hier drüben mal gucken? Kannst du mal hier? Nee, hier ist dauernd das Handy an, das klingelt dauernd. Er muss mal hier. Dann gibt's einen Kuchen normalerweise. Nee, sammel mal Geld ein. Ach ja, guck mal hier. Oh, er hat Geld mit. Katha, sammel mal ein, bitte, hier. Guck mal. Weil sein Handy ist gerne hier rein. So, das war für wen jetzt? Für die Mannschaft von Borussia Dortmund, die heute Abend 3:1 gewinnen wird. Und egal, ob es Sabitzer gut spielt oder nicht gut spielt, wir machen jetzt 3 Tore. Schlussende. Oh. Toll. Nimmst du ja mit, genau. Aber das reicht übrigens noch nicht, die 3 Euro hier für die ganzen Phrasen von euch. Nein, aber ich finde übrigens seine Aussage ganz interessant, weil das ist auch manchmal so ein bisschen mein Gefühl, dass es relativ viele Dortmund-Fans gibt, die mit ihren Spielern so ein bisschen hadern. Ich will das jetzt mal so formulieren. Ja? Wenn es der Aller ist, der hat den Elfmeter verschossen, so, dann hast du den Füllkrug, der schießt kein Tor. Dann hast du den Adeyemi, der hat eine rote Karte bekommen und hat gelacht. Hör mir mit dem Schlotterbeck auf. Oh, nicht der Wolf. So, das hört man bei Dortmund-Fans relativ oft. So, und ich glaube, das ist dann für einen Spieler aber auch schwierig. Also wie willst du dann, also man müsste vielleicht den eigenen Leuten etwas mehr Liebe. Ja, echte Liebe. Liebe. Ja, aber das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich gut, dass ihr das sagt. Genau das fehlt mir manchmal. Wir helfen dir gerne. Bitte oder danke. Und deswegen glaube ich, fand ich das eine interessante Ausgabe. Das höre ich ganz oft. Sie sagen, ja, der und oh nee, der Malen ist auch nicht so doll. So, aber wer Reus, immer wenn es drauf ankommt, liefert der nicht. Der Hummels ist zu langsam. Und dann denke ich, der Kobel ist der einzige Spieler, aber so, der ist gut. Wir haben ja noch ein paar andere. Und dann denke ich mir, ja gut, aber das wird dann schwierig. Kader, warte, lass Hadi vielleicht mal. Wir haben fast 20 Minuten gespielt. Genau, 20 lass Minuten uns kurz gespielt. Und man muss sagen, man sieht den BVB deutlich stärker als letzte Woche in der ersten Halbzeit. Allerdings hätte es eben auch schon ein Gegentor geben können. Trotzdem, das Chancenverhältnis ist momentan klar pro Borussia Dortmund. Hatten jetzt 4, 5 Chancen. Teilweise eben auch relativ direkt dann auf Jan Oblak, den Keeper von Atletico. Guck mal hier. Also da geht noch ein bisschen mehr in Sachen Präzision. Und trotzdem, dann noch. Dann schießt Marcel Sabitzer hat halt die größte Chance und das schon nach 3 Minuten. Es bleibt optimistisch, es ist eine gute Stimmung im Stadion und selbst dich kriegen wir heute noch überzeugt, dass deine Mannschaft noch nicht so schlecht ist. Hier, kommt noch mal. Hier, komm mal hier. Ich vielleicht noch ein paar mehr überzeugen müssen, weil ich habe hier eben auch so noch weit vorbei. So ein Kopfschütteln vernommen. Ich versuche es einfach mal so lange, bis ich ein paar Optimisten hier unter den Dortmund-Fans finde. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Kannst du seine Gedanken, die von Uli, teilen? Oder bist du deiner eigenen Mannschaft gegenüber ein bisschen optimistischer gestimmt? Ich teile schon die Meinung. Es gibt schon Spieler, wo ich denke, dass die auch Potenzial haben, als Identifikationsfigur im Verein dazustehen. Zum Beispiel? Wenn man die Champions League erreichen sollte, Gregor Kobel, wo ich schon der Meinung bin... Den habe ich auch gerade gesagt. dass man da, dass er auch von seiner Person her natürlich schon das Standing hat, auch in der Mannschaft, auch von uns Fans, sage ich mal. Mhm. Also den sehe ich da... Wenn ich jetzt einen aussuchen müsste, sehe ich den ganz vorne. Ansonsten gehe ich auch eigentlich fast mit in die Richtung. Es ist natürlich schon... man muss sagen, wir haben in den letzten Jahren schon viel Qualität verloren. Also wenn man jetzt die ganzen Namen, kann ich jetzt alle aufzählen, ne? Bellingham, Haaland und so weiter. Dass jetzt das, was aktuell auf dem Platz steht, natürlich, wo man manchmal sagt, so ja, okay, ne? Aber... Insgesamt, wie gesagt, das tut mir richtig weh. Hoffe ich einfach, dass wir heute genug Teamgeist zeigen, um weiterzukommen. Also ihr steht mit einem halben Bein. Vielen Dank. Wie ist dein Name? Kevin. Ja, Kevin, vielen Dank für deinen Beitrag. Applaus für Kevin, bitte.
Ja, bitte. Ist aber wirklich so, die stehen nein, ich sage, ihr steht, kurz. Ihr steht mit dem Halbfinale, und sagen, mit einem halben Bein im Halbfinale der Champions League. Ihr seid vielleicht in zwei Stunden seid ihr eine der Top 4 Mannschaften Europas. Ne? Da frage ich mich, wohin wachsen denn da die Träume so? Ne? Aber also, in Deutschland nur Platz 5. Ist doch scheißegal. Das sind doch die Leute, die immer im Stadion Bochum fällt. Der hätte die Probleme, glaube ich, wahnsinnig. Aber als Bremer schließt mich da an. Ihr seht, das ist aber den HSV-Fan da hinten. Hallo, Tobi. Guck mal, jetzt alle an, sind hier heute zu heulen, dann ist gut. Das sind die BVB-Fans, die immer ins Stadion gehen. Und ihr sagt, ja, aber der und der. Ich verstehe das. Aber ich möchte nur mal auf dieses echte Liebe kommen. Das ist wirklich ein perfekter Einwand. Meinst du nicht, dass die echte Liebe haben? Ist aber kein Spiel. Was ist denn mit Sancho? Der hat sich jetzt ja für Borussia Dortmund entschieden. Ist das einer? Für 4 Monate. Der könnte jetzt vielleicht, wenn er den bleiben würde, könnte der zur Identifikationsfigur werden. Oder sagst du da, oh nee, der bleibt doch nicht. Der Insel. Ja. Der bleibt doch gar nicht da. Der ist doch nur ausgeliehen. Matze, vielleicht fängst du mal an. Fang mal an mit der Liebe. Geh mal rum zu denen, die im Trikot und gelb-schwarz. Also ich sage euch, es ist zumindest ein Punkt. Ich erkläre euch jetzt mal den Fußball. Bevor wir nach Las Vegas fliegen, ist Mario noch mal dran. Eine Sekunde, das reicht. Wenn Hummels aufhört, kannst du die komplette Mannschaft vergessen. Es wird kein einziger Führungsspieler sein. Nicht einer. Auch kein Kobel. Denn Kobel ist Torhüter, der kann nicht so der Führungsspieler sein. Das geht nicht. Auf dem Platz hast du, wenn du Kobeln wegnimmst, und jetzt nehmen wir mal Mats Hummels, der wahrscheinlich aufhört nach dieser Saison, kannst du alle nacheinander hinstellen, kannst die Dortmund erfahren, das können alles keine Führungsspieler werden. Aber warum kann ein Torhüter kein Führungsspieler werden, wenn Manuel Neuer als Kapitän... Ja, der Führungsspieler ist ja einer, der im Mittel, der eben im Zentrum oder eben auf dem Platz steht, der aber von hinten raus, bis der Kobel dem Füllkrug vorne, bis das ankommt. Das dauert 2 Wochen. Aber pass auf, ich verstehe euch ja. So. Und, aber jetzt nehmen wir mal Emre Can, der das für sich... Na bitte nicht! Der hat ja mit sich genug zu tun. Siehst du, aber guck mal, das ist ja, man muss ja auch irgendeinem mal eine Chance geben, weil, und das habe ich ja auch eben schon gesagt, das wissen wir ja alle, die Zeiten, wo Borussia Dortmund vielleicht, Bayern München schafft es ja noch nicht mal mehr, die Bundesliga schwach zu kaufen, wie es eine Zeit lang noch so war. Und Borussia Dortmund auch nicht. So, wo soll denn jetzt dann der Führungsspieler mal eben so herkommen? Also der Typ, der sagt so, so wie du, der sagt, ich stelle mich da hin, ich kämpfe, ich fighte, ich reiß die Klappe auf und ich entscheide mich auch noch für Borussia Dortmund und ich bleibe auch noch 7 Jahre da. Den musst du erst mal finden. Die zahlen ja auch keine Kieselsteine. Da verdienst du richtig viel Geld. Also du kannst in Dortmund schon richtig Geld verdienen. Bellingham ist ein anderes Kaliber. Aber die haben die Meisterschaft am letzten Spieltag verliert. Sie sind jetzt verloren, sie sind jetzt auf Platz 5. Und das, was Mario sagt, unterschreibe ich zu 100%. Und auch da, okay, Das sind alles gute Spieler. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, das sind schlechte Fußballer. Ganz im Gegenteil. Sie ziehen ins Halbfinale ein. Aber das sind für mich... Die ziehen ein. Die kommen ins Halbfinale. Aber trotzdem sage ich, da springt bei mir kein Funke über. Und wenn wir nochmal auf Sabitzer kommen... Abseits. Der ist 30 Jahre. Tut mir mal einen Gefallen. Wann soll er denn Führungsspieler werden? Can ist auch schon seit 4 Jahren da. Und von dem redet keiner. Außer, dass er die Kapitänsbinde... Der trägt die Kapitänsbinde spazieren. Wenn du dich für einen so Verein entscheidest... Aber jetzt reden jetzt, wo Bayer Leverkusen deutscher Meister geworden ist, sagen alle, ja, der Xhaka, der hätte auch nach Dortmund kommen müssen. Ja. Ja, so, der hat aber vorher auch woanders gespielt, da war er auch sehr gut, ja, aber vielleicht nicht. Also Kapitän. Schon eine Führungsperson. Ja. Also. So, und trotzdem ist er eben woanders hingegangen. Also wir halten mal fest, Dortmund wollte Xhaka nicht, die wollten Grimaldo nicht, weil und, er auch nichts kann und so weiter und so fort. Und Boniface auch nicht. Aber was ihr jetzt wollt nach Las Vegas, deswegen ruft alle an, wir sind gleich wieder da. Kurze Pause, 0-0, alles drin für den BVB. Wir sind immer noch guter Dinge. Sie schaffen das. Dein Traum ist die WSOP? Das ist deine Chance. Sport 1 verlost zusammen mit Gigi Poker die ultimative Pokerreise zur WSOP nach Las Vegas. Jetzt auf sport1.de/Vegas teilnehmen oder QR-Code hier scannen und mit etwas Glück und Gigi Poker bist du auf dem Weg zur WSOP Las Vegas. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Die Frauen-Bundesliga, FC Bayern gegen Bremen, Montag ab 19 Uhr, live auf Sport 1.
Katze. Zwei Ligen, eine Leidenschaft. Volle Power bis zum Schluss. Da braut sich was zusammen. Endspurt in der zweiten Bundesliga und der Frauenbundesliga. Jetzt geht's hier an ohne Ende. Alle Topspiele am Samstag und am Montagabend live auf Sport 1. Die Besten der Welt treten hier ans Oki. 17 Spieltage. 8 Kontrahenten. Jede Woche packende Duelle garantiert. Und zum Warm-up Madhouse. Die Sport 1 Darts Show. Mit spannenden Interviews, klaren Statements und euren Fragen. Alles, was ihr wissen wollt, wirklich einfach gerne reinhauen. Dein Darts Donnerstag mit Madhouse. Die Sport 1 Darts Show. Und gleich im Anschluss die Premier League Darts. Powered by The Zone. Donnerstag ab 19.30 Uhr auf Sport 1. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. So, Sie merken an der Stimmung hier im Deutschen Fußballmuseum. Borussia Dortmund macht das bisher ganz prima. Gut 30 Minuten gespielt. 0:0. Und wenn Sie nochmal live dabei sein wollen, nochmal www.fußballmuseum.de. Da gibt es Tickets für unsere Show. Und jetzt sind Sie wieder vorne. Aber im anderen Spiel ist was passiert, Heidi. Und zwar was? Genau. Atletico nicht, sondern Barcelona. Ich bin schon ganz verwirrt, weil Borussia Dortmund hier mit einem Feuerwerk der Chancen uns eigentlich begeistert. Leider steht es immer noch 0-0. Aber eben beim anderen Spiel. Da ist schon ein Tor gefallen. 1-0 durch 12. Minute war das schon, der frühe Führungstreffer. Aber jetzt sitzt sie nur noch zu 10. Warum? Weil Araújo ein übles Foul tatsächlich begangen hat und dafür zu Recht dann auch glatt rot bekommen hat. Und somit kommt wieder ein bisschen Schwung in die Kiste, weil zwei Tore braucht jetzt dann Paris. Also zwei Tore fehlen Paris, dann könnten Sie Richtung Verlängerung denken. Borussia Dortmund fehlt eins. Aber ich finde, Sie sind verdammt nah dran. Sie sind das bessere Team und ein Tor reicht, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Und das... Geiler Ball. Komm, Maria! Oh, der Pass von Mats Hummels war natürlich... Geil! Wow. Das war Weltklasse! Verdient! Mats Hummels war Weltklasse! Hast du nicht gesehen? Ja, ich habe den Pass gesehen, das kann nicht Mats Hummels gewesen. Pass auf. Pass. Also, schau nochmal. Das Ganze ist eingeleitet worden, 25 Meter vor dem Tor. Wer macht den Pass? Der brasilianische Innenverteidiger. Oh. Marcinho Hummels. Pass auf, jetzt. Hier. Hummels 30 Meter. Zack. Das Brand nimmt an, wurschtelt sich durch und mit links. Ab. Torwart ist noch... Hoppla, hau den rein! Das ist fast des Jahrzehnts. Ja. Und dann die Identifikation. Die Dortmunder Identifikationsfigur Julian Brandt. Aber ich glaube, ich müsste jetzt noch mal eine Runde machen. Moment, aber das ist ein gutes Thema doch, oder? Ja. Julian Brandt? Ja. Julian, haben wir doch gesagt. Ja, Hummels und Brandt, beide natürlich gerne kritisiert. Der ist ja auch schon ein bisschen länger in Dortmund mittlerweile, ne? Oder? Hm? Mario? Wäre das einer Brandt als Identifikation? Zwei Kampfstärker wird hier. So. Ja, aber also, muss er das nach hinten? Er soll ja nach vorne. Er soll ja nach vorne gut spielen, oder? Das macht er doch, oder? Wenn ich manchmal zwei Kämpfe sehe. Wie soll man euch das machen? Warte mal. Sag nochmal. Nee, Udo, Uli. Udo, Uli, Uwe. Du bist in der Show. Ich komme nicht mehr. Hast du zu Hause erzählt? Ja, komm her. Hey, warte. Er hat zu Hause erzählt, er ist ganz woanders heute. Okay. Kannst du Schlagzeug spielen? Ja. So, Julian Brandt hatten wir gerade. Fünf Jahre ist er jetzt ja schon in Dortmund, was ja wirklich so lange Zeit ist. Mhm. Und was ja auch beachtlich war, letzte Woche war er nicht mit dabei. Terzic hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, war vielleicht nicht so eine schlaue Idee von mir. Also zumindest nicht eben das. Ja, genau. Nicht von Beginn an. Nicht von Beginn an. Ich glaube, haben wir den nicht sogar? Wollen wir den mal... Wenn wir ihn haben, dann einfach rein. Versuch mal. Ah, haben wir nicht. Okay, dann schade. Okay. Cool, haben wir nicht. Also er hat auf jeden Fall gesagt, was ich auch beachtlich fand. Und dafür habe ich immer Respekt, wenn ein Trainer auch sagt, okay, lag ich falsch. Kann nämlich auch passieren. Und in dem Fall war es so. Zu stark. Und natürlich hat er heute recht, Julian Brandt. Also
nochmal, das Stärkere war, fand ich, von Rummels. Der Pass war super, der Abschluss war auch gut, aber eben da war auch ein bisschen Glück dabei, dass dann am Ende der Torwart den Ball nicht wirklich halten kann. Aber in der Kombination ist das natürlich super von Zweien, dem man aus meiner Sicht dann nur wirklich die Dortmunder DNA nun zubilligen darf. Sowohl Mats Hummels als auch Julian Brandt. Und zack, schon haben wir noch zwei Führungsspieler. Schon, schon wieder so ein Ding. Hei. Mario, ich dachte, er spielt den nach außen. Weißt du, der klassische Ball, Hummels. Weißt du, mit der Innenseite nach außen und dann spielt er den. War, also, da hat keiner mit gerechnet wahrscheinlich. Nee, das war mit Außenriss? Sicherheit der schwierigere Ball. Ah, der war schon richtig gut. Selbst ja, du als Edeltechniker. Nein, also mit Außenriss war nicht meine Sache. Nee? Also das muss ich sagen, mit Außenriss hat er öfters mal gezeigt, dass er diesen Ball spielen kann. Und er war natürlich heute, also jetzt, perfekt gespielt. Klar, ein bisschen Glück, ne? Der Torhüter könnte den Ball, guter Torhüter. Wahrscheinlich wäre er gar nicht reingegangen. Könnte den auch ein bisschen festhalten oder erhalten zumindest. Aber so ist es natürlich für uns besser, wenn die Dortmunder in Führung gehen. Jetzt steht es unentschieden und jetzt, jetzt haben wir wieder Mats, ein bisschen einfacher werden. Entschuldige, jetzt haben wir wieder Mats Hummels in solchen Spielen in München schon super gespielt. In der Champions League aber Thomas, auch sehr, sehr gut. Bitte lass uns nicht wieder das Thema aufmachen, Hummels wieder Nationalmann. Nein, er soll weiter, ob er bleibt. Wir müssen mittlerweile erkennen, ne, dass Mats als erstmal keiner 35 Spiele mehr machen kann in einem Jahr. Die Geschwindigkeit. Ja, aber 20 München, sehr gute reichen ja. Ja, aber in München das Spiel, müssen wir ja auch mal alle ehrlich sein. Das war ja gemacht für ihn. Der hat ja nicht einen Zweikampf führen müssen. Der hat nur hinten gut stehen müssen, weil die Bayern brutal schlecht waren. So, das muss man ja auch mal anerkennen. Ne? Der muss dann auch trotzdem musst du richtig stehen. Entschuldige bitte. Ja, aber das ist ja das, was der Mats ja kann. Er hat ja ein Auge dafür. Er ist ja, okay. Eigentlich müsste Julian Nagelsmann die zwei Innenverteidiger und Mats Hummels als Libero hinter dran spielen. Dann wäre das, wär das für Mats die perfekte Position. Aber, aber in der heutigen Zeit... Also zwei schnelle neben ihm, meinst du, ne? Wenn er zwei schnelle Innenverteidiger neben sich hat, dann tut er sich viel leichter. Aber ich glaube, noch mal, wir sollten auch nicht immer wieder auf die 35-Jährigen draufgehen, ne? Hat viel geleistet. Cristiano Ronaldo spielt auch noch bei Portugal. Ja, nein, ich meine, aber wir müssen auch dann langsam irgendwann mal an unsere jungen Spieler denken. Ne, wir haben ja mit Haar, mit unserem Superführungsspieler Rüdiger, haben wir ja, also mit Haar. Weltklasse-Innenverteidiger, hallo. Der ist ja gesetzt, da gibt es ja gar keine Diskussion. Der muss ja von Anfang an spielen. Und Julian Nagelsmann steht auf Rüdiger. So, die zwei werden die Innenverteidigung bilden. Und gut, mit Anton dahinter haben wir natürlich auch. Anton haben wir als überragenden Spieler vom VfB Stuttgart. Und du brauchst ja keine fünf Innenverteidiger mit. Richtig. Guck mal. Dortmund im Halbfinale der Champions League. Five up! Das war was. Auch ein schöner Pass auf die linke Seite. Mit der Hacke, oder? Durch den Spitzenwinkel ins lange Eck. Da kann der Torwart in dem Fall wirklich schon wieder halten. Er passt perfekt. Und zwar genau neben dem Posten. Nochmal ein extra Lob und einen Riesenapplaus. 2-0. Dortmund auf Kurs. Boah, der Schuss war richtig gut, ne? Ja, aber viel zum Thema. Davidson auch gut vorgelegt. Davidson, ganz zum Thema Identifikation, ne? Da kommt ein junger Spieler, Ian Marzen. Geht weiter. Paris! Ja, sorry, Katar, wir sind sofort bei dir. Alles gut. Aber tatsächlich, der Abend kann noch sehr, sehr spannend werden, weil jetzt kommt Paris zurück. Und es gibt noch eine gelbe Karte und zwei. Auch Mbappé, aber sei es drum, es steht 1-1. Oder haben die am Tor was zu mäkeln? Also es steht 1-1. Ja, 1-1 für Paris. 1-1 für Paris. Ja, das Tor ist für Paris. Entschuldige. Und dementsprechend ist es jetzt nur noch ein Tor und Sie könnten dann auch Richtung Verlängerung denken. Und nochmal, Sie haben einen Mann mehr. Oh mein Gott. Gut geklärt. Borussia Dortmund. Wow, und Kobel hat gegen den Kopf einen Schlag oder einen Tritt bekommen.
Aber da kann ja nichts dafür. Das ist ja die von Riason. Riason hat ihn ja da reingeknallt. Technischer Fehler, ne, Mario, oder? Erzähl. Ja, also erstmal macht er den Fehler beim Ball annehmen und dann schiebt er den Spieler von Atletico auf Kobel rauf. Ne? Hier sehen wir es nochmal. Guck mal hier. Er wollte ja nur zum Ball, da. Ja. Kann gar nichts dafür. Ja, das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Naja, aber zumindest sorgt es ja, was genau vor der Dortmunder Fankurve, nochmal für die Emotionen. Gemacht. Alles gut. Der hat den ein bisschen berührt. Ja, aber hat er aber extra gemacht. Glaube ich. Der rutscht doch da rein. Nee, das mit dem Füßchen, das war noch mal so. Boah, Gott sei Dank hat er noch mal ein bisschen gewunken. Das wäre eigentlich eine Szene, die ihr mal ganz kurz eben sagen würdet. Also Matze, ich bin so ein bisschen auf deiner Seite. Ja. Hat noch mal so ein bisschen. Nee, das, also er ist weggerutscht und dann war aber noch so. Dann so. Er hätte auch anders rutschen können. Das ist richtig. Ja. Aber ich muss noch mal, also ich finde, Borussia Dortmund macht das. Machst du mal wirklich fragen, der kennt Rutschen nicht. Der, ja. Vergiss es. Borussia Dortmund macht das sehr, sehr gut. Sehr. Muss aber auch sein, dass die Defensivleistung von Atletico bis jetzt nicht Champions League würdig ist, um ehrlich zu sein. Die spielen sich schwindelig. Das ist bis jetzt eine wirklich sehr schwache erste Halbzeit von Atletico Madrid. Also in der zweiten Halbzeit bin ich gespannt, was passiert. Jetzt sagst du eben, wir identifizieren uns mit Borussia Dortmund, mit den Spielern nicht. Und jetzt sagst du, die spielen nicht gut, oder was? Nein, Dortmund spielt sehr, sehr gut. Aber trotzdem müsste man von Atletico trotzdem in einem Viertelfinale, wo es drauf ankommt, finde ich, etwas mehr erwarten. Okay. Du hast eben in einer Pause gesagt, die sehen nicht nur aus wie Schalke. Die spielen auch so. Ja. Dortmund-Fans hier. Mike, du wolltest auch was sagen zum. Ja, ich finde es halt so ein bisschen. Ist Atletico. Ich finde es auch sehr defensiv. Ja, der Matchplan war bis hierhin, weil sie einfach hinten drin stehen. Also, sie standen ja jetzt teilweise wirklich dann 20 Minuten mit den 11 Mann 30 Meter vor dem eigenen Tor. Also das hatten wir im ersten Spiel zum Ende gesehen. Und jetzt aber von Anfang an so hinten drin zu stehen, ich würde mal sagen, bis hierhin ist der Matchplan nicht aufgegangen. Inwiefern ist das schwierig, jetzt den Matchplan so umzustellen? Weil, muss Atletico das machen. Nur klar ist ja eigentlich für alle, defensiv haben die ihre Stärken. So, jetzt muss ja spätestens in der Halbzeit gleich eine andere Ansage kommen und auch anderes Personal. Macht das für Dortmund eigentlich noch leichter, dann auf Konter zu setzen? Aber sie brauchen ja nur ein Tor. Atletico braucht ja nur ein Tor erstmal, um die Verlängerung zu erreichen. Ja gut, aber du musst ja trotzdem irgendwann mal anfangen, dann auch für dieses Tor ein bisschen mehr zu riskieren. Das tun sie ja bis auf die Großchance nach 4 Minuten auch relativ überschaubar. Also eins ist klar, wenn sie ein drittes Tor kriegen, dann müssen sie mit 5 Stürmer spielen. Also erstmal reicht ein Tor, um in die Verlängerung zu kommen. Ach, aber wenn du das dritte Tor kriegst... Sofort gelb wieder, ne? Ja, das war da gar nichts. Tor kriegst, das war doch nichts. Ja, aber wenn der Riason weiter so abwinkt, kriegt er gleich gelb vor. Jetzt. Kann man gehen. Sein Gegenspieler läuft an ihm vorbei. Taktisch. Will vorbei. Er gibt ihm einen kleinen Schubs, der fällt theatralisch. Es wird als taktisches Foul gewertet. Kann man so oder so sehen. Aber dann natürlich, Riason macht halt 10-mal so. Das ist immer nicht so schlau. Und dann stellt sich auch der Schiedsrichter so schön hin. So. Das sehe ich aber nicht gerne nach dem Motto. Hat die noch mal hergewogen? Ja, noch ein kannst du das noch mal bitte nachmachen? Wie hast du hast es doch gerade so gemacht. Ja, aber das scheint ja wirklich. Oder? Kann das sein? So nicht, mein Freund. Oh. Eieiei. Tatsächlich, solche Patzer dürfen natürlich nicht passieren, weil genau sowas, eben so eine unbedachte rote Karte, die vielleicht passieren kann, dreht vielleicht gerade ja in Barcelona das Spiel noch mal. Also, ja, momentan sind wir total euphorisch, aber das wird noch ein langer Weg werden. Und jetzt muss man sagen, also Diego Simeone gerade mit einem Spucken über 5 Meter, glaube ich, hat er das auf den Rasen sich ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wen der alles dann nicht beschimpft, sage ich mal so. Ne? Das Gefühl nicht, oder? Oder, Mike? Ja. Aber man guckt da mal gerne hin, irgendwie trotzdem, ne? Ja. Geil, wenn so ein Trainer da noch so mitgeht. Ich finde das ja grundsätzlich. Ja, es sieht irgendwie danach aus, als hätten sich die Madrilenen nicht so wirklich auf den BVB eingestellt oder auf das, was sie hier erwartet. Das fing ja bei den Fans schon an. Du hast uns vorhin erzählt, dass du sie in T-Shirt heute gesehen hast. Also, da hätte man ja mal einfach in der Wetter-App gucken können, was in Dortmund gerade so los ist. Und ähnlich, gut, die App gibt es jetzt nicht, aber da hätte man sich natürlich ein bisschen mit dem BVB beschäftigen können und wie die vor ihrem eigenen Publikum auftreten, nämlich dass das eine Vollgasleistung ist. Ja. Darauf scheinen sie überhaupt nicht eingestellt. Und Tobi, vor allen Dingen richtig gut machen sie zweiten Bälle, ne? Wenn sie ihn langt, auch nach vorne, dann setzt sie... Bitte? Ich dachte, du wolltest nichts mehr sagen heute. Was ist denn mit dir jetzt los? Sag mal, das hat er lange gehalten mit dir. Die haben ja schon mal 4 gekriegt. Haben wir noch so ein Headset-Mikrofon? Er will doch an den Tisch, ne? Kann das sein? Ja. Der Griezmann hat wahrscheinlich zu Morata gesagt, du, die spielen in Gelb. Ist das neu?
Aber da sind zwei Namen, also da muss man natürlich, die sind immer für ein Tor gut. Und wenn es auch. Oh, warte mal, ich habe lange keinen Haken gemacht, die sind für ein Tor gut. Naja, aber. Ist ja wirklich so, deswegen haben sie sicher ihre. Haben sie ihre Qualität. Das muss auch gelb geben. Guck. Oh, der hat schon gelb, der hat doch, oder? Jetzt bin ich gespannt. Ah, nee, der noch nicht. Der noch nicht. Hast du, wie viele haben denn schon gelb? Hast du geschaut? Den Namen, den ich nicht aussprechen kann, Cesar Azpilicueta. Hermoso hat jetzt auf jeden Fall gelb bekommen. Welchen kannst du nicht aussprechen? Aber Nummer 3. Ach du Kacke. Nummer 3. Cesar heißt er. Azpilicueta. Cesar. Azpilicueta. Cesar. Cesar Azpilicueta. Cesar, kannst du da? Können wir ein paar Reaktionen aus dem Netz zu den bisherigen Touren? Der Dortmunder mit reinnehmen und können, also weil wir haben uns ja jetzt hier wirklich, ich fand es ja ganz interessant, welche Meinung wir von den Dortmunder Fans hier zu dem Stammpersonal beziehungsweise auch zu den Identifikationsfiguren reingeholt haben. So, und dann haben wir einen Herrn Außenriss, der heißt ja auch, also auf Insta ist sein Name, von Mats Hummels Außenriss. Insofern schreiben sie hier jetzt auf Twitter, beziehungsweise ehemaliges Twitter, Außenriss wieder am Start. Also es wird ihm auf jeden Fall, werden ihm ein paar Credits zugerechnet. Formerly known as Außenriss ist Mats Hummels mit Außenriss. Sehr schön. So, und dann Julian Brandt, Alter, was ein Macher. Ja, so kann man es auch auf den Punkt bringen. Und das hier, da finde ich, sieht man wieder so ein bisschen diesen Pessimismus der Dortmunder Fans. Ja, natürlich trifft beim BVB momentan immer der, der einen am meisten in den Wahnsinn treibt. Ach, schön. Ja. Das bringt das wieder so ein bisschen auf den Punkt. Aber dann, wenn ich die Dortmunder Fans gehört habe, dann werden heute noch einige treffen. Aber schau mal. Nächste Großchance, diesmal ein Freistoß von der rechten Seite, segelt in den 5-Meter-Raum. Guck mal, sie setzt es aber auch wieder nach. Guck mal, zack. Dortmund ist im Spiel. Echt richtig. Nochmal, wir reden über auch Borussia Dortmund, die eine blitzsaubere Champions-League-Saison spielen. Ja. Die waren in der schwersten Gruppe, sind Gruppensieger geworden, haben das Achtelfinale gewonnen. Ja, viel meckern, nichts gegen all die BVB-Fans. Aber das ist der Wettbewerb, wo übrigens heute Abend auch mal fast, glaube ich, noch mal 15 Millionen übrigens verdient werden können. Auch die kann Borussia Dortmund gut gebrauchen. 5, ne? Das ist eine sensationelle Champions-League-Saison. Und wird die beste seit über einem Jahrzehnt, wenn das so weitergeht. Darum verstehe ich, und da bin ich wieder bei dir, gar nicht die ganz große Skepsis. Wenn am Ende in der Bundesliga irgendwie ein Champions-League-Platz rauskommt, Platz 4 oder 5, wenn das noch reichen sollte, und man hier mindestens das Halbfinale erreicht, ist es als Neutraler für mich eine absolut gute Saison von Borussia Dortmund. Aber für mich war das Bild der ersten Halbzeit gerade Julian Brandt bei dem Freistoß vorher. Habt ihr das gesehen, mit welcher Entschlossenheit er das Ding da reingehauen hat? Habt ihr gesehen, ne? Ja, ihr habt es gesehen. Hier, die am Tisch gucken ja nicht zu. Hier. Also, außer Cut. Fällt der uns noch in den Rücken? Hadi, das Thema ist aber, wenn Sie den Champions-League-Platz nicht holen und dann nicht in der Champions-League starten, das Geld, was Ihnen dann fehlt, das kann natürlich auf Jahre... Ja, aber wenn. Also das ist ich bin schon bei euch. Ich hab da auch gesagt, dass sie weiterkommen ins Halbfinale. Aber ist ja auch geil. Wenn sie sich nicht für die Champions League qualifizieren, dann kann das richtig mies werden. Ja, das Geld. Du sagst ja auch, es kann die geilste Saison werden der Champions League. Bist du nicht als Titelverteidiger dann automatisch dabei? Vor allem. Oh, Thomas, hier. Sehr gut. Nimm dir 5 Euro aus. Guck mal, da ist der Schalker. Da ist der Schalker sofort ruhig. Ich schüttel dir einen raus. Oh. So, also 2-0 für Borussia Dortmund. Es läuft alles nach Plan. So, und Sie können jetzt auch was gewinnen, so wie die Borussia gerade. 2 E-Bikes und 1.000 Euro. Wir sind gleich wieder da. Weiter geht's. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an 01379 700 700 und nennen Sie das Kennwort Bike. Oder schicken Sie eine SMS mit Bike an die 40400. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und testen Sie Ihr Glück für die 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an auf der 01379 700 700 und nennen Sie das Kennwort Bike. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Willkommen bei tigerspin.de. Hier findest du das schärfste Spielerlebnis im Internet, für unterwegs oder zu Hause. Auf dich wartet eine endlose Vielfalt an Online-Slots in sicherer Atmosphäre. Wir verdoppeln deine Einzahlung bis zu 100 Euro und geben dir zusätzlich 50 Freispiele. Jetzt loslegen auf tigerspin.de.
Topspiel um Topplätze. Hamburg gegen Kiel, Samstag ab 19.30 Uhr, live auf Sport 1.
Der Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen Fußball. Und wollen gleich loslegen. Meinungsstarke Gäste. Nicht so schlecht, gell? Mut zur Kontroverse. Erfrischend ehrlich. Besser als immer nur das zu sagen, was jeder hören will. Spaß an der Konfrontation. Natürlich habe ich recht. Die Basis aller Diskussionen. Aber noch wichtiger ist es, gut zuzuhören. Ihr Kulttalk. Die Quote kommt nicht von ungefähr. Der Stahlwerk Doppelpass. Immer Sonntag, 11 Uhr. Live und exklusiv auf Sport 1. Die Besten der Welt treten hier ans Oki. 17 Spieltage. 8 Kontrahenten. Jede Woche packende Duelle garantiert. Und zum Warm-up Madhouse. Die Sport 1 Darts Show. Mit spannenden Interviews, klaren Statements und euren Fragen. Alles, was ihr wissen wollt, wirklich einfach gerne reinhauen. Dein Darts Donnerstag mit Madhouse. Die Sport 1 Darts Show. Und gleich im Anschluss die Premier League Darts. Powered by The Zone. Donnerstag ab 19.30 Uhr auf Sport 1. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Ja, Applaus, Applaus für Borussia Dortmund. 2:0 zur Halbzeit. Signal Iduna Park gegen Atletico Madrid. Das hieße, sie sind Stand jetzt im Halbfinale. Und in der anderen Partie steht es 1:1 Barcelona gegen Paris. Barcelona aber in Unterzahl. Also auch das noch ganz, ganz spannend. Wie immer in der Halbzeit, Hadi Töne ist nicht am Tisch. Heute hat er sich mal Mike Franz geschnappt. Und ja, wir trauern wieder um einen großartigen Fußballer. Die Nachricht vom Tod von Bernd Hölzenbein hat alle schockiert. Auch hier im Deutschen Fußballmuseum, wo natürlich viel an den Weltmeister erinnert. Ich bin mit Mike Franz hier mal vorbeigegangen. Hier ist das Trikot, die Mannschaft neben Franz Beckenbauer und natürlich der Pokal, der 1974 auch dank ihm in Deutschland geblieben ist. Genau, genau. Er hatte ja dann beim Stand von 1:0 den Elfmeter rausgeholt und dann war das dann das, auch das 1:1. Ich glaube, der Breitner hat er dann verwandelt, ne? Und also fußballerisch absolute Legende und ja, das nicht nur in Frankfurt, sondern auch in komplett Deutschland, in Europa und auf der Welt. Genau, also Weltmeister mehr kann man eh nicht erreichen, aber klar ist, und du sprichst es ja schon an, in Frankfurt genießt er nicht nur Heldenstatus, sondern war einer, der ja auch nach der Karriere dann dort eben in führender Rolle mit dabei war. Und da habt ihr euch auch kennengelernt. Genau, genau. Er war beim Scouting und die Scouting-Abteilung war bei uns auf der Umkleide, also auf der Etage von der Umkleidekabine. Und ja, da sind wir uns öfter über den Weg gelaufen und haben auch das ein oder andere Mal einen Kaffee getrunken. Und er war immer sehr nahbar und hat auch von seinen Anekdoten erzählt und von seiner Karriere. Und das war natürlich super interessant. Europacup-Sieger, DFB-Pokalsieger, Weltmeister. Da hört man natürlich als Spieler natürlich dann gespannt zu. Und ganz Frankfurt lag ihm auch zu Füßen. Also hier, wenn du das siehst, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und er war zu dem damaligen Zeitpunkt schon einfach auch eine lebende Legende. Und ja, alle haben ihn verhimmelt und vergöttert. Und das völlig zu Recht, weil er halt auch immer wirklich sehr, sehr nahbar und sehr sympathisch war. Wenn man mal allein auf die Fakten schaut, ne, in der Frankfurter Zeit von 1967 bis 81, 420 Bundesligaspiele. Du hast es erwähnt, UEFA-Cup-Sieger 1980, dreimal DFB-Pokalsieger. Ja. Und er ist der Rekordtorschütze der Eintracht. Das heißt, du als Spieler damals, da hat man schon hochgeschaut und wusste, okay, der Mann ist hier eine Galionsfigur dieses Vereins oder war er eben eigentlich dann ganz nahbar auch für euch Spieler? Also er war nahbar, aber er hatte diese Aura. Also er kam in diesen Raum rein und er wirkte immer souverän. Und du hast dann einfach gemerkt, okay, man stand schon stramm, so, ne? weil er einfach auch so viel erlebt hat und weil er hat sich raushängen lassen, sondern er war irgendwie so, ja, wie so ein netter Papa eigentlich so gefühlt. Und ja, das war für uns Spieler oder für mich, war das schon einzigartig. Also eine Legende ist leider heute von uns gegangen. Dieser Pokal ist auch dank Bernd Hölzenbein in Deutschland 1974 geblieben. Dir vielen Dank. Und damit geht's rein in die zweite Halbzeit und zurück zu euch in die Runde. Ja, danke. Und wir schauen, ja, müssen wir erstmal den Schwenk wieder da
hinbekommen. Katar, wir haben ein paar Reaktionen zur ersten Halbzeit. Ja. Von also, Borussia Dortmund. Genau, also beim ersten Poster ist noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, dieser kleine Pessimismus, den wir hier auch im Studio ein bisschen rausgehört haben bei den BVB-Fans mit dabei. Aber es wird dann immer positiver. Also Shorshi Boy schreibt, Junge, würde der BVB in der Liga nur halb so viel Spielfreude versprühen? Dann haben wir Borussia Dortmund selbst, die schreiben, was ist hier los, beziehungsweise was hier los ist. Sash schreibt, das ist der BVB, den ich kenne und liebe. Kämpfen, kämpfen, kämpfen und dann kannst Tiki-Taka machen und das Tor. Und das hier finde ich besonders gut. Terzic heute gegen Atletico. Verkleidet, beziehungsweise hat sich die Maske von Xabi Alonso vorgepackt. Ja, wenn das hilft nachher, nehmen wir es gerne, oder? Aus deutscher Sicht. Hatte der schwarze Augen? Das war ja auch ein bisschen Bayer Leverkusen noch auf der Sprache. Ja, oder? Hä? Vielleicht war das aber auch gar nicht aus dem Stadion, sondern einfach hat sich jemand hat sich einfach ein lustiges Bild drauf. Das ist einfach nur ein Meme. Das sollte lustig sein. Entschuldigung. Was ist das? Ja, du hast hier durchaus mit einer Generation zu tun, der mal, du musst das noch mal ganz kurz erklären müssen. Meine Tochter sagt das auch immer. Was ist das? Ein Meme. Ich weiß nicht mal, wie ich das erklären soll. Bitte. Ich google das gleich, wie ich das erklären kann. Ist das im Internet? Mal, komm, hilf mir, Matze. Ein GIF als Maske. So, erklär mal GIF. Oh Gott. Das ist so ein bewegendes Ding, so ein, keine Ahnung, wenn du bei Instagram in deiner Story, es gibt ja Real, es gibt Feed und Story. Real und hast du so einen Thomas Helmer, der von unten immer so, der nach oben so und auf irgendwas drauf zeigt. Das ist ein GIF? Mit der Sonnenbrille. Und was ist ein Meme? Das aus einer bestimmten Situation wird. Oh Gott, ich hast du damals ein GIF gemacht? Du damals bei Wetten, das warst und gesungen hast für die WM. Oh, gerappt hat. Daraus hätte man ein richtig geiles Meme machen können. Ja. Und weißt du, was cool wäre? Vielleicht können wir das ja zum Morgen machen, so ein geiles Thomas Helmer-Meme mit der Sonnenbrille und dem geilen Sakko. Das sah mega aus. Ja, wir haben es vorhin, als wir oben waren, ganz fertig gerade, angeguckt. So. Da gibt es ja eben die deutsche Nationalmannschaft. Früher hat man ja noch gesungen. Du hast auch noch gesungen, oder? Nee. Der Stimme, wie soll das denn gehen? Hab nicht gesungen. Aber du warst dabei. Er hat getanzt, Da gibt's wirklich die Bilder. Die müssen wir morgen mal raussuchen hier aus dem Sport. Ich stell mir das gerade vor. Mexico Miam. Und im Hintergrund so, Mexico Miam. Das stimmt doch gar nicht. Der war in den USA. Das war viel besser. Das haben wir nochmal gesungen. Far Away in America war das. Far Away, da hast du mitgesungen? Nee, ich war hinten dran gestanden. Aber Thomas hat gesungen. Richtig geil, ja, mit Sonnenbrille, Mikro. Aber ist abgegangen mit Zäpfchen. Ja, allerdings. Als erster auch noch. Lothar auch noch, Lothar und noch einer. Ich weiß nicht, wer war der Dritte. Ich bin während dem Lied rausgegangen zum Rauchen. Aber deine Stimme war zu tief. Der FC Village People hat euch damals ein Angebot gemacht. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, Jürgen was in Cleansy hat. Auch deswegen immer so viel gesungen, weil er schon wusste, dass er auch in den USA gleich da bleibt. Genau, ich habe den Huntington und dann das Haus gekauft. Und deswegen habe ich den aus vollem Kraft, habe ich aus vollem Herzen gesungen. Katar hat aufgezeigt, dass wir die Definition von Meme einmal für Herrn Helmer haben. Dankeschön. Also, ein Meme ist ein Medieninhalt, der sich vorwiegend im Internet verbreitet. Dieser ist in der Regel humoristisch, manchmal auch satirisch und entsprechend gesellschaftskritisch. Bei Memes... Dreimal, oder? Wir bleiben dabei. Das reicht eigentlich schon. Das reicht. Kannst du mir ein Beispiel nochmal? Morgen. Ja, wir machen aus dir. Gut. Alles klar. Spiel ist angefangen wieder seit 90 Sekunden. Jetzt stell das doch nicht wieder davor. Mario hat zu Recht festgestellt, Atletico hat gleich dreimal frisches Personal gebracht. Borussia Dortmund noch überhaupt nicht gewechselt. Was sagt uns das? Dass er dreimal gewechselt hat. Das stimmt natürlich, aber... Nein, ja, klar, er kann ja mit dem Spiel nicht zufrieden sein. Er muss ja irgendwas verändern und... Das hat er jetzt mit einem Dreifachwechsel getan. Super. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es besser wird. Wir hoffen es nicht. Aber was wäre die beste Dortmunder Marschroute? Jetzt also aufs 3-1 gehen? Schöne Ringereinlage hier, guck mal. Na ja, klar. Dortmund kann mal drauf. Entschuldigung. Die können sich jetzt nicht hinein reinstellen. Das hat die Atletico gemacht im Hinspiel. Haben sie dann auch nach dem 2-0 hinein reingestellt und haben noch ein Tor gekriegt. Also das sollte Borussia Dortmund vermeiden. Sie sollen gucken, dass sie aufs 3-0 gehen. Ist dann eine Pause blöd eigentlich, wenn man so im Flow ist? Ja. Ja, das hat man ja gesehen im Hinspiel letzte Woche. Ne? Da war ja auch, Dortmund war ja die erste Halbzeit, können wir ja schon so sagen, war unterirdisch. Nicht auf dem Platz richtig. Gab es die Halbzeit und dann kamen sie raus und dann wurde es von Minute zu Minute besser. Und jetzt wollen wir nicht hoffen, dass es hier genauso passiert. Ne? Nochmal deswegen, wäre natürlich schon sehr wichtig, ist halt auch das 3-0 zu erzielen, denn sonst kann es natürlich auch noch mal eng werden.
Was man Borussia Dortmund attestieren kann, finde ich, ist A, Körpersprache viel, viel besser als letzte Woche. Ja. Das Stadion, man kriegt das ja so ein bisschen auch über die... Oh! Oh. Ah. Warte, warte, warte. Ganz starke Grätsche. Nicht vorbei, die Chance für Atletico gerade. Aber gut. Aber super gemacht. Boah. Jetzt ist es vorbei. Gut, aber eben, was man auch attestieren kann, das Stadion, so wie letzte Woche. Ihr dürft euch applaudieren, wenn es gut ist. Ne? Also ja, 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 komm, hier, hier. Hier sehen wir nochmal. Entschuldige, Hadi. Nein, nein, Entschuldigung, die Grätsche haben wir nochmal. Nein, aber auch, also das meine ich ja gerade, mit Leidenschaft, Körpersprache und Zweikampfverhalten gefällt mir alles super. Dazu eben ein aufgeheiztes, positiv aufgeheiztes Publikum, was richtig Bock hat, hier mal eine der größten Partys der letzten Jahre zu feiern in Dortmund. Und jetzt kann es eigentlich nur noch an den... Oh, nein, nein, nein! Das Eigentor, Eigentor Mats Hummels. Eigentor. Scheiße. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. 1-2 aus Sicht von Atletico. Damit steht es wieder 3-3 in der Summe. Aus einer Nichtchance. Und plötzlich wären wir auf Verlängerungskurs. Weil nach dieser Ecke Mats Hummels klären will. Wir gucken noch mal auf die Bilder. Aber eben nicht klärt, sondern ins eigene Tor. Kopfball kommt. Er ist unbedrängt. Darf nicht passieren. Und 4 Meter vor dem Tor trifft ihn mit dem linken Fuß. Er steht schon mal ganz frei. Er will ihn klären Richtung Ecke. Aber trifft ihn halt mit der Sohle und eben nicht mit der Innenseite. Und dadurch kullert er an Kobel vorbei ins eigene Tor. Gegen die Laufrichtung. Boah, bitter. Halt Julian Brandt mal zu seinem Mitspieler hingehen. Das wollte ich gerade sagen. Man darf auch nicht vergessen, die stehen da mit 4 Leuten und der kommt frei zum Kopfball und der Ball ist relativ lange unterwegs. Also das ist dann eine Sorglosigkeit, wo man einfach sagen muss, das geht nicht auf kurz nach der Pause musst du eigentlich wacher sein. Ne? Das also, Hummels ist Julian Pech, muss aber zu seinem Mann gehen, der guckt ja zu, wie der Ball vors Tor geköpft wird. Vor allem ist er auch 2 Stunden unterwegs. Ja. Dabei, ich habe erst gedacht, der wäre sogar ausgewiesen, weil er so einen Bogen macht. War Schnee drauf. So, kurz noch überlegt, kann ihm jemand noch signalisieren, dass keiner rechts und links neben ihm ist? Da muss so schnell, glaube ich. Der ist so lange unterwegs, da musst du natürlich auch gucken, wo ist dein Gegenspieler. Nein, nur Hummels hat ja keinen, also ist ja überhaupt nicht in Gefahr, dass jemand da... Nein, der muss ja hingehen, da kann der Ball nicht vorbei, da könnte ja auch einer hinten dran stehen. Eben, aber das kann ihm keiner, dafür ist es ja zu kurz, dass man Kobel kurz brüllt, alles gut, so ungefähr. Kann aber man ihm keinen Vorwurf machen. Ist natürlich psychologisch nicht gut, weil jetzt natürlich als Atletico-Spieler würde ich denken, oh, guck mal da, wir müssen mal so ein bisschen Gas geben, dann geht auch gleich was. Also das ist... Das auch die Atletico-Fans gerade gesehen. Und auch auf dem Spielfeld, Mike, wie schwer ist das jetzt auch für einen Hummels? Ich weiß, der ist erfahren, der ist unfassbar lange dabei. Aber wie schwer ist das, diese Situation abzulegen? Also die sind voll im Spiel. Also der Hadi hat ja gerade die Lobeshymnen gesagt und dann fällt halt dieses Tor aus dem Nichts. Und der BVB, der ist, jetzt sehen Sie ja schon wieder, sie haben jetzt den Angriff, sie greifen an, schöner Pass. Oh. Adeli, oh. Also... So, wollt's aber auch zu schön machen. Wie wir es sehen, also es hat sie bis jetzt, glaube ich, jetzt nicht beeinträchtigt. Sie sind weiter im Spiel und ich denke, sie werden da auch weiter drauf gehen. Also sie haben einen guten Matchplan, wie man immer das so schön sagt. Und sie sind voll im Spiel. Sie spielen bisher gut. Komm. Absolut. Komm, hier wieder. Gut, trotzdem hast du natürlich Atletico da jetzt ein bisschen Motivation gegeben. Ne? Die sind wieder da, die wissen jetzt, okay, guck mal hier, das Tor ist nicht vernagelt. Also das geht durchaus, dass da einer reinfällt. Naja, aber es ist ein Glückstor. Also das müssen Sie trotzdem, setzen, kurz. Ist egal. Es ist einfach nur dieses, ne, so dem Motto, okay, komm, in der Pause hat der Trainer gesagt, komm, da geht, jetzt müssen wir nach vorne, dann fällt das Ding gleich. Ich glaube, Hummels selber wird das relativ schnell abhaken. Dafür ist er Profi genug und lang genug vor allem dabei. Aber mal gucken. Ja, also wenn es so bleibt, gäbe es ja eine Verlängerung. Da hat Gary Lineker diese Woche ein ganz schönes Thema aufgemacht und hat mal so auf Hin- und Rückspiel über diese Verlängerung gesprochen. Sagte, dass ein Spiel, das Hinspiel, ist jetzt in diesem Fall halt in Madrid gewesen. Das Rückspiel ist in Dortmund. Die Zusatzzeit, in der es entschieden wird, die ist dann aber ja auch bei der Mannschaft, die das Rückspiel hat. Ja, also du hast eigentlich einen Vorteil. Und es wurde ausgelost. Das ist ja jetzt nicht mehr wie. Ja, genau. Aber du hast schon einen Vorteil, wenn das Rückspiel bei dir stattfindet, weil die entscheidenden 30 Minuten dann in deinem Stadion gespielt werden. Und sein Vorschlag ist die Nachspielzeit, also beziehungsweise in ein anderes Stadion die Verlängerung. Nee, erste Halbzeit. Die Verlängerung kommt. Das nach Schalke rüberfahren und dann neutraler Spiel. Das ist sehr gut. Die Verlängerung komplett abzuschaffen und stattdessen direkt bei einem Unentschieden ins Elfmeterschießen zu gehen. Das war sein Vorschlag. Ja, genau. Ja, das war dann So, okay. Ja gut, aber früher gab es ja auch immer den Vorteil beim auswärts geschossenen Tor. Ne? Ja, gut, das gibt es ja auch immer den Vorteil. Wie siehst du das, Mario? Also, der ist weg. Ja, ich meine... Also ist es ein Vorteil jetzt für Borussia Dortmund, wenn es in die Verlängerung ginge? Naja, ein Vorteil kann es ja immer sein, das Heimspiel, ne? im eigenen Stadion. Aber es liegt ja auch immer wieder ein bisschen am Gegner. Ne? Der Atletiker muss ja nicht dazu kommen lassen.
Zweifel hast du auch mehr zu verlieren dann, ne? Wenn du jetzt natürlich nach einer 2-0-Führung zur Pause vor eigenen Fans dann doch noch in die Verlängerung musst oder sowas, dann kannst du natürlich, dann kann so ein Stadion und so eine Wand auch zu einer Last werden und zu einem Rucksack werden, weil du auf Mal daran denkst, oh mein Gott, wir können doch jetzt hier nicht, wir sind doch eigentlich schon, dann kann auch sein, dass Mainz noch mal winkt wieder als Erinnerung irgendwo. Ja, ich sage dir, ne, wenn du gefühlt schon einen Schritt weiter bist, vor allem, und dann wissen, denkst, was du meinst, kannst du auch mal wieder eine Menge verlieren. Auch. Das macht ja vor auch allem ist es, hat man sich das ja auch erarbeitet, weil man in der Gruppe Erster geworden ist, Dortmund, und Atletico nur Zweiter in ihrer Gruppe. Das muss ja auch noch. Aber wirklich, kaum aber mit 16, geht kann man jetzt von der einen zur anderen Seite. Also zum sehr frühen Zeitpunkt ist da gerade schon eine Menge auf und ab. Man hat aber gerade vor allem gesehen, dass das defensive Mittelfeld von Borussia Dortmund relativ schnell überspielt wurde. Jetzt gerade ein, zwei Mal schon. Also man muss jetzt selber ein bisschen aufpassen, dass man nicht sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Ja, guck mal, jetzt lässt Atletico sich erstmal zurückführen. Ja. Die Butter vom Brot nehmen. Ja, ich weiß, das kostet ja alles heute, aber... Du bist bei 7. Übrigens, du machst auch eine Zusatzshow demnächst. Auf jeden Fall. Muss er. Was ja ganz kurier war, aber vorhin hat mir auch jemand geschrieben, warum habt ihr aus Phrasenschwein heute da? Das ist ja eben das Original-Phrasenschwein, das ja ab heute dann auch im Deutschen Fußballmuseum ausgestellt werden wird, weil tatsächlich die Sendung mittlerweile... oder das heißt mittlerweile schon so eine Relevanz auch eben für die Historie hat, dass das Schwein, und jeder hier im Museum hat uns gesagt, wenn das heute Abend runterfällt, ist alles vorbei. Ja. Und es gibt nur noch eins aus dieser Originalzeit und von daher schnell wieder hinstellt. Wie alt ist das denn jetzt dann? Ja, da gibt es ja Doppelpass, 25, 20 Jahre jetzt. Also es ist auf jeden Fall noch, hier ist ein Pfennig noch, hier sieht man den Pfennig. Also es ist noch zum Markt, also nur Latteck noch da aufgeklebt. Ja, okay. Nee, was haben wir denn gefeiert? Ein Pfennig. 30 haben wir auch schon, Jahre DSF und seit wann haben es dann Doppelpass? Oh, oh. Wir finden das raus. Das wollte ich gerade sagen, dann schreibt mir gleich sehr schnell hier. Und Borussia Dortmund ist so gleich ganz schnell. Oh, was macht der denn? Warum läuft aber wirkt Borussia Dortmund jetzt geschockt? Ich finde nein. Nein, eigentlich nicht. Gut. Nein, eigentlich nicht. Aber Atletico hat ja auch immer noch kein Tor gemacht. Und die stehen ja auch wieder hinten drin. Guck mal, es sind wieder 10 Spieler 30 Meter vor dem Tor. Also die Mauern wieder. Wobei man jetzt haben sich die Vorzeichen für Atletico auch wieder ein bisschen geändert, logischerweise. Jetzt müssen sie erstmal nicht. Genau. Ne? Jetzt wieder wie in der ersten Halbzeit. Vielleicht ist das für Borussia Dortmund gut. Und du hast 3 ja eher offensivere eingewechselt, die jetzt aber auch natürlich hintenrum wieder eine Menge zu tun bekommen. Also von daher bin ich mal wirklich gespannt. Am besten einfach durch ständiges Tore schießen Atletico jetzt unter Druck. Ja, aber jetzt spielt Atletico so, wie man sie kennt. Ne? So ja, bisschen, genau. Ja. Von früher, ne? Oder? Der wird denen ein bisschen was gesagt haben in der Halbzeit. Oh, jetzt. Oh, Mats, super. Schaltet 5 Meter ab gegen den Griezmann. Ja, von wegen... Griezmann und Hummels waren das? Ja, klar. Hey, Griezmann ist auch nie mehr der Schnellste. Ja, nee. Aber jetzt... Oh, schöner Pass. Ja, Junge Marienhotze! Oh, der war doch noch dran. Torwart nicht schlecht. Also, langer Pass. Torwart kommt raus. Am Rande des Strafraums. Fuß nur geklärt oder auch von die Hand noch? Ich glaube, im Oberkörper. Okay, gut. Dann ist alles legal. Also 95 übrigens. 95. 1995. Was? Also 20 Jahre. Keine Falten. Es waren noch keine Falten. 1995 war da noch Mark, oder? Natürlich war da noch Mark. Ja, ich bin, sag mal, wo war der noch gar nicht auf der Welt? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Ich komme von der anderen Seite. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ja, genau. Ich wollte auch sagen, du warst zu jung. Wie alt warst du denn? Nein. Wieder vorbei. Das war mal wieder so eigenes Tor. Ja, klar. Mike Franz jubelt, weil der Ball vorbeigegangen ist. Für Atletico wohlgemerkt. Wieder so eine Chance, ähnlich wie ein paar Minuten. Was für ein Stellungsfehler. Kobel vorbei, aber wieder fehlt nur so ein Stückchen. Also, das. Gut, aber es ist halt kaum. Hadi! Kannst du das bitte nachmachen? Mike, das musst du nachmachen, komm. Diego Simeone, genau. Komm, Mike, zeig's. Du hast den schönsten Körper. Du hast es gesehen. Hier auf dem Tisch. Hier vorne, auf dem Boden. Also, die Torschocks? Du halt machst die Torschocks? Torschocks, ja, komm, vorbei. Und Diego Simeone macht. Nur noch viel schneller. Ei. Geht? Ihr seid so ähnliche Typen. Aber Simeone ist schneller aufgestanden. Achtung! Oh.
Wir sind auf Doppelverlängerungskurs. Denn Paris erzielt das 2:1 in Barcelona, hat einen Mann mehr und jetzt steht es da 4:4. Also 3:3 bei Borussia Dortmund. Der trifft den Ball. Ja, 4:4 in der Summierung. Und der trifft den Ball gar nicht, oder? Ja, kann das ein sehr langer und haben noch werden für alle vier Vereine. Denn alle sind noch mit realistischen Möglichkeiten dabei. Ter Stegen guckt ein bisschen bedient. Na. Denn wir schauen mal, ob er da was machen konnte. Das Ganze nach einer Standardsituation von der rechten Seite. Paris 20 Meter vor dem Tor, Direktschuss. Nee. Der ist einfach zu gut. Oder? Also in dem Fall das 2:1 erzielt von Vitinha. Also bei Neuer hätte ihn vielleicht. Neuer hätte er wahrscheinlich gehalten. Das würde Mario sagen. Und Correa war das gerade. Eingewechselte Spieler, Correa, der wirklich. Also der Ball trifft aber den Ball gar nicht. Süd oder Nord? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ja, ich wusste, dass du sagst. Ich glaube, da wollen wir mit der Picke spielen und trifft den Ball nicht richtig. Trifft den Ball nicht. Er muss nur mit der Innenseite. Ich sag mal, Gott sei Dank trifft er nicht richtig so. Also. So, schon wieder 6 Tore. Spannende Spiele bisher sind wir. Ja. Wird ein langer Abend, ne, sage ich mal an der Stelle. Großartig. Wir machen immer eine kurze Pause. Es gibt 2 E-Bikes und 1.000 Euro. Gucken Sie an. Das ist Fan-Tor. Cool, ja, wir müssen uns erholen. Super. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an 01379 700 700 und nennen Sie das Kennwort Bike. Oder schicken Sie eine SMS mit Bike an die 40400. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und testen Sie Ihr Glück für die 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an auf der 01379 700 700 und nennen Sie das Kennwort Bike. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Der Fan-Talk live aus dem Deutschen Fußballmuseum mit der Live-Analyse zu den Viertelfinalspielen. Morgen 20.15 Uhr auf Sport 1.
Football around the world. Und dann dieses Pfund. Ob Emotionen oder Sensationen. Absolut on fire. Vorhang auf für Spitzenfußball rund um den Globus. In Score. Heute 23.15 Uhr auf Sport 1. Score wird präsentiert von Sportdigital Fußball. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Ja, wir sind zurück hier im Deutsch-Fußball-Museum. Es ist einiges passiert, Hadi. Ja, wir drücken ungern drauf, aber es ist ein Tor für Atletico gefallen. Und damit wäre Borussia Dortmund aktuell raus aus der Champions League. Obwohl sie ja 2-0 vorne waren. Zwei relativ flotte Tore jetzt hintereinander. In dem Fall Correa mit dem dritten Versuch, der reingeht. Das Dortmunder Tor war quantitativ stärker mit gelben Menschen dort tatsächlich ja eigentlich bestückt. Also sprich, es waren genug Abwehrspieler da, aber sie haben den Ball nicht rausgekriegt. Und der dritte Versuch schlägt dann tatsächlich knapp unter der Latte an. Und so steht es 2-2, Hinspiel ja 2-1 für Atletico. Und damit wären sie im Halbfinale. Und da haben wir noch ein Tor, und zwar beim anderen Spiel, das auch völlig wild ist. Denn da führte ja Barcelona Hinspiel gewonnen und führte heute Abend 1-0. Mittlerweile steht es 1-3, weil Mbappé einen Elfmeter getroffen hat. Sie sind ja früh in der ersten Halbzeit schon mit einem Mann mehr unterwegs. Und das hilft dramatisch, muss man sagen. Denn Paris dreht das Spiel und wäre aktuell eben auch im Halbfinale der Champions League. Nochmal, ein Tor Dortmund oder eben ein Tor Barcelona und wir wären wieder auf Verlängerungskurs. Aber Dortmund läuft halt langsam die Zeit weg. 25 Minuten. Oh. Ich habe eine Frage. Ja. Hat irgendjemand schon Füllkrug heute gesehen auf dem Platz? Er wird sehr viel gefoult, muss ich dazu sagen. Wird gefoult? Ja, ja. Versucht viele. Das war nicht meine Frage. Deswegen habe ich ihn gesehen. Also richtig. Also weil er gefoult wurde. Ja. Also fußballerisch noch nicht allzu häufig in Erscheinung getreten. Aber woran liegt das bei ihm, dass er zu wenig in Szene gesetzt wird von seinen Mitspielern? Oder? Schwer. Ich finde, die Dortmunder machen ja kein schlechtes Spiel. Ne? Also in der ersten Halbzeit auf jeden Fall, zweite Halbzeit, naja. Haben sie ordentlich begonnen, aber jetzt wird es ein bisschen weniger. Aber Füllkrug nochmal. Aber du hast gerade auch gesagt, beim Ausgleich haben sie jetzt, da waren sie in Überzahl eigentlich. Ja, das sind 6-3. Das ist ärgerlich, ne? Ich meine, du kannst natürlich Atletico nicht dreimal aufs Tor schießen lassen, bis er dann irgendwann mal drin ist. Hm. Da musst du halt besser verteidigen. Man hat ja bei wie heißt er, unser Innenverteidiger, unser Neuer? Schlotterbeck oder? Schlotterbeck, genau. Unser Neuer. Da hat es ja schon begonnen, ne, dass er sie da hat relativ einfach ausspielen lassen. Ja, man hat so das Gefühl, dass Dortmund gerade hinten, als so nach dem Motto, oh, die greifen jetzt an, ja, sind auf jeden Fall nicht handlungsschnell, ne, sind nicht wach. Hey, du hast Atletico aufgeweckt, du hast Atletico wieder scharf gemacht. Die sind jetzt das genau richtig. Das Atletico, das wir eigentlich in der ersten Halbzeit sehr gut ausgeknipst hatten im Grunde. Die gab es da gar nicht. Und jetzt brennen sie natürlich. Wahnsinnig. Abgefälscht. In jedem Zweikampf motivieren sich gegenseitig, peitschen sich an, haben ihren Wahnsinnigen draußen, der wirklich in Baumgart XXL in jedem Zweikampf mitgeht. Ja, ja. Spiel ist der Trainer schon weg. Ne? Wenn ich so ein Defensivspieler bin, dann spiele ich doch im eigenen Strafraum, spiele ich doch mit allem, was ich habe. Zwar kein Foul, aber da bin ich eng dran, dann zupfe ich mal kurz am Trikot. Ja. So. Das ist, die stehen einen Meter weg oder zwei oder drei. Und das, ich meine, da weiß man, dass Atletico, Morata und Griezmann, wie sie heißen, das ist, verstehe ich nicht, sowas. Zwei Fakten noch ganz kurz. Zum einen, in Bayern Gittens ist reingekommen für Adeyemi. Ja. Und kurz dann noch Nachtrag zum Platzverweis vom Trainer von Barcelona. Also nicht nur Hernandez ist raus, sondern eben auch sein Co-Trainer hat es auch noch mal rot gekriegt. Das heißt, da ist gar keiner Mann, der da irgendwas erklären kann. Also für Barcelona kann das ein ganz schlimmer Abend werden. Und leider stand jetzt auch für Borussia Dortmund, aber ich hatte dich unterbrochen. Nee, alles gut, ich wollte genau das eben sagen. So. Aber da vielleicht mal anschließend die Frage an Mike. Wenn dein Trainer, also wenn wir jetzt uns Barcelona angucken, Xavi fliegt mit glattrot da vom Platz, der Co-Trainer ist jetzt auch noch weg, in der Situation. Aber die Mannschaft, da sind ja jetzt so viele erfahrene Spieler und ich glaube, da müssen sie einfach selber jetzt auch in die Hand nehmen. Und du hast natürlich Lewandowski, du hast Gündogan, du hast Ter Stegen hinten, das sind ja alles auch, Top-Spieler und die müssen jetzt das Heft in die Hand nehmen und müssen halt gucken, dass sie da den Turnaround schaffen. Aber wenn du halt in so einer Spirale drin bist, dann ist es natürlich schwer. Aber nichtsdestotrotz, ja. Musst du dich da, Mario, als Trainer besser im Griff haben? Im Champions League Viertelfinal-Rückspiel? Naja, gut, ich meine, es geht ja auch darum, ne, der ist dann auf jeden Fall im Halbfinale auch mal gesperrt, wenn sie weiterkommen würden. Ja! Ja!
Füllkrug mit einem Kopfball. Da ist er. Der Marke sensationell. Wir merken es an der Reaktion hier. Sabica? Also wirklich Flanke. Da ist er. Genau neben dem Pfosten. Wow. Und damit wäre wieder Verlängerungszeit für diesen Verein angesagt. Boah. Also nochmal, Sabica hat es, wunderbar vorbereitet, ist in den Raum. Sabica und zweite Etage. Die beiden. Ja. Boah, aber das war zweite Etage, der war Meter. Ist also hey, aber wenn eine Runde wirklich dauerhaft an Niklas Füllkrug geglaubt hat, dann nicht diese hier. ich hab ihn ja gesehen, vorher schon. Ah, sehr gut. Alles er hat sich aufgerieben. Aber das war wirklich ein sensationell schöner Kopfball. Ja. Also muss man wirklich sagen, das beste Tor. Na, was mich, Mario, was mich ein bisschen beruhigt ist, es geht noch. Von außen mal flanken und in der Mitte ist mal Mittelstürmer, der mal ein Tor macht. Ja, aber jetzt müssen sie auch mal das Sack zu machen. Ne? Ja, jetzt halt doch nicht gleich wieder so. Wir müssen jetzt nachlegen, wir müssen dranbleiben. Jetzt haben okay, gut. Jetzt haben sie ja wieder in die Knie. Sack zu machen? Auch mal. Und halt das nächste Tor mal. So, Sack zu machen. Mal das nächste Tor machen. Das nächste Tor machen? Ja, 73. Spielminute, aber das Gute ist ja, wir haben ja wirklich noch ein paar Minuten. Oh, wir haben reichlich 20 Minuten. Tore nach 70 Minuten, wie geil ist das denn bitte? Also Hadi wollte an diesem Spieltag 18 haben. Wir haben jetzt schon 9 Tore gesehen. 10 hast du schon fast. Wir haben ja jetzt schon, glaube ich, das torreichste Viertelfinale. Das hast du vorhin ever. Sensationell. Also das Ganze war vor, glaube ich, über 20 Jahren, da waren es mal 30 Tore, wir hatten 18. Plus heute dann ja noch mal 5 und 4 sind, also 9 sind wir bei 27. So, drei fehlen noch, aber heute und morgen haben wir auch noch 2 Spielchen. Das knacken wir. Also das knacken wir. Oh. Nur ich hoffe halt, dass noch am besten ein Dortmunder Treffer dazu kommt. Und ja. Er kann doch jubeln. Was habe ich an den Guck mal, wie der abgeht. Er hat sich bei der Jubeltraube übrigens. Katha, möchtest du noch mal hier in die. Katha, möchtest du gleich noch mal hier in das Eckchen gehen? Ich muss gleich noch mal nach Sabitzer fragen. Nee, du kannst gleich. Wenn Katha zu dir kommt, dann kannst du was sagen. Oh. Jo, guck mal, Uli, Uwe, Udo, muss dir was sagen. Ich weiß gar nicht mehr. Nein, Quatsch, war Spaß. Uli. Weiß ich doch. Also, ja, aber das ist der Jubel. Guck mal, wie der abgeht. Der hat uns gehört in der Halbzeit. Natürlich. Ich glaube, den Sabitzer haben sie in der ersten Teil dieser Sendung vorgespielt in der Halbzeit. Der hat deinem Plädoyer vorhin zugehört. Der sah jetzt auch auf. Das geht richtig. Ja, aber das ist doch geil, Mann. Also, wie gefällt dir der BVB in den letzten paar Minuten? BVB gefällt mir grundsätzlich immer. Na gut, ist okay. Sabitzer, der Mann, der jetzt hier zumindest den BVB wieder in Führung bringt. Was geht oben sehen, ob die immer noch so da sitzen. Wenn die jetzt nicht mal aufgesprungen sind. Alles zurück, weiß ich auch gar nicht. Die sind gegangen. Uli, danke schön. Die sind gegangen. Die sind festgeworfen. Was hat Uli gesagt? Ich habe gar nicht zugehört. Er nimmt alles zurück. Entschuldige, Uli. Wunderbar. Marcel Sabitzer, Identifikationsfigur. Nein, Spaß, das war jetzt mein. Marcel Sabitzer, Fußballgott. So. Ja, das haben wir ihm jetzt gesagt. Ja, puh. Das ist meine Reaktion. Nach dem 2-2. Boah, was für ein Spielverlauf. Aber jetzt haben wir die 10 Tore. Wir haben sie ja, wollten sie ja mindestens. Ne? Ah. Aber nochmal was. Boah. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt. Borussia Dortmund und Champions League. Aber jetzt verteidigen. Total in dieser Saison. Und das ist ein Spektakel. Jeder, der da ist, vergisst dieses Spiel, wenn es denn positiv ausgeht, sein ganzes Leben nicht. Weil mehr Emotionen als 2-0 führen. Du denkst schon, alles klar, wo fahren wir hin? Nach Paris oder doch Barcelona? Ja. Dann 2-2, du bist raus. Und jetzt bist du wieder drin, und zwar richtig. Ja. Wobei ich Hauptsache Mailand, oder wie? Die Aussage von Tobi noch mal aufgreifen möchte, dass die Stimmung hier deutlich besser ist als im Stadion. Das glauben wir.
Das glauben wir jetzt aber nicht, ne? Das glauben wir jetzt nicht ganz, oder? Also ich glaube, dass jetzt halt im Stadion die Luft brennt. Also, ja. Aber mal, das kann man sagen, komm. Ab. Nein, 2-0 gefühlt, 2-2. Ja. Eigentor, alles erlebt. Also eins dann steht ja außer Frage, wir wollen doch das Borussia Dortmund. Nur ja. Nach dem 2-2 denkst du Weimar. Klar, was ist da los? Ach, ruhig, da kann ja alles der Bach runtergehen, aber das ist ja die richtige Reaktion. Ne? Ja, nach super, dem 3-2, das 4-2 nachlegen. So, jetzt muss Atletico wieder kommen, jetzt muss halt nochmal ein Konter zu Ende fahren und muss dann das Sack richtig zumachen. Du bist immer noch nicht zufrieden. Mir reicht das 4-2, wenn es so bleibt. Natürlich. Ja, aber ist nicht gefährlich. Aber 4-3 ist schon wieder Verlängerung. Wenn sie machen, also lieber noch eins machen, bevor es in die Verlängerung geht. Ja, okay. Ich widerspreche dir auch nicht mehr. So, das ist auch dein Glück. Aber dass man eben gegen so eine Abwehr... Darf ich bleiben heute? Du darfst noch. Ja, Hadi, bitte. Dass man gegen so eine abwehrstarke Mannschaft wie Atletico 5 Tore stand jetzt ja in beiden Spielen zusammen erzielt, ist ja wirklich auch... Und das ja mit einer Offensive, wo wir ja vor dem Spiel gesagt haben, okay, wenn Borussia Dortmund was eigentlich nicht kann, dann eben, dass sie einen richtig guten Stürmer momentan haben. Aber dafür kommt dann halt eben die Brands, die Sabitzers. Ja. Und dann natürlich das ist heute gut, eben nochmal ein Füllkuchen. Ist eigentlich gut, dass du sagst, dann frage ich Mike auch nochmal... insgesamt, ne, dass so viele Tore fallen in der Champions League auch. Also, aber auch da jetzt, ne? Ich meine, wie willst du das jetzt? Ist wegen der neuen Regel, dass sie auch alle sagen, okay, wir müssen ja nicht auf zu Null spielen, auf zu 1 spielen. Wegen der Auswärtstorregel. Ja, genau. Ja. Das ist Grund dafür, glaube ich, eher nicht. Ist einfach Qualität auf dem Platz. Das sind halt die besten 8 Mannschaften Europas. Und ich glaube, die können sich halt auch Situationen dann auch befreien. Und dann so aber die können nicht mehr verteidigen, scheinbar, richtig, oder? Ja, aber du weißt selber, du warst selber Verteidiger. Also das Tor von Füllkrug, der Verteidiger war dran. Also es war einfach perfekt. Nein, der war, das kannst du halt absolut, gar nicht verteidigen. Absolut. Das Ding mit wo er den Außen, wo Hummels den Außenrisspass spielt, damit hat ja auch keiner gerechnet. Das war ein Weltklasse-Pass. Damit rechnest du dann auch nicht wirklich. Okay. Was du verteidigen Moment. Kannst, ist das Tor von Atletico, ne? Wo ja. sie 2 Meter zu weit wegstehen. Aber da sind natürlich auch Tore dabei, wo du sagst, so, die kannst du nicht verteidigen. Also das war einfach überragend gespielt. Mhm. Okay, lasse ich gelten an der Stelle. Spielverlauf. So, wir haben übrigens noch mal, um das Thema mit dem Memes zu klären, was zusammengestellt. Ich finde übrigens, dass du dafür einen Strich bekommst. Für dieses ich glaube, du machst mir gleich noch einen zweiten Strich, aber ich nehme es trotzdem so. Auf meine Kappe. Also, wir gucken uns das mal zusammen an. Wir haben da was zusammengebastelt, lieber Thomas. Schau mal. Was habe ich denn jetzt damit? Wir haben ein Meme gemacht für dich von dir. Also, links der Thomas, wenn er versucht, meine Memes zu verstehen. Und rechts der Thomas, wenn er es dann endlich verstanden hat. Das ist ein Meme. Ja. Sehr gut. Wobei das zweite Foto mir eindeutig besser gefällt. Da hast du es ja auch dann. Ja, da ist es verstanden. Sieht so ein bisschen aus wie Starsky und Hutch. Kennst du das? Die haben auch diese Brillen. Ja, stimmt. Ja, treffen dann für die auch, Älteren. So, ja, wollte ich sagen. Die einen kennen Memes, die anderen kennen Starsky und Hutch. Ja, gut. Wenn es hilft, machen wir morgen wieder so ein Ding, bitte. Also ein paar Prozent Brad Pitt schlummern da auch in dir, finde ich. Jetzt greift er ins volle Regal hier heute. Wollt ihr mich wegloben hier heute? Heute ist alles erlaubt. Ja. So, zurück zum Spiel. 80 Minuten. Ja, bitte. Ja, und jetzt, ich meine, Paris wäre ja der kommende Gegner. Wenn wir jetzt den Abpfiff hätten. Und dann sind wir wieder bei dir. So bleiben. Du hast vorhin gesagt, wir sehen Dortmund, also du hast ja durch die Blume gesagt, Dortmund im Champions League-Finale. Die Chance gegen Paris weiterzukommen. Ja, Paris liegt denen ja so ein bisschen, ne? Oder Mario, war das nicht in der Gruppe? Einmal verloren und ja. War das okay, ne? Ja, ja gut, Paris haben natürlich auch schon eine gute Truppe, ne? Aber die Chance. Ich habe letzte Woche noch gesagt, das ist die schwächste Mannschaft. Ich gebe das alles ja. Ja. Ja, die sind gut aus der Welt. Es ist schon, nochmal, Dortmund hat. Ist es einfacher los gegen Paris als gegen Madrid oder Manchester zu spielen? Ja, das glaube ich auch. Aber was man bei dem Spiel Barcelona, darf ich nicht vergessen, ne, die eine Legende von Barcelona, Luis Enrique. Oh, warte. Fülle! Scheiße. Entschuldigung. Großer Spieler bei Barcelona, Trainer bei Paris, schmeißt Barcelona. Wenn er den jetzt noch gemacht hätte. Ist schon Wahnsinn, ne? Ja, das stimmt. Besonders, man sieht auch, er freut sich fast bei keinem Tor, ne? Er freut sich so innen rein. Das ist schon eine... Adi, kannst du bitte nochmal die Chance kurz? Ich meine, alleine aufs Tor. Ja, ganz alleine jetzt nicht, aber... Ja, also entschuldige. Ja, er hatte ein bisschen Druck von hinten, aber er hatte zumindest nochmal die Schusschance, die er... Boah, er hatte Druck von hinten. Der geht alleine aufs Tor zu quasi. Ja, okay, gut. Also er geht nicht alleine aufs Tor zu, es war keiner weit und breit. Und er hat abgeschlossen, aber es wurde auch gut gehalten. Das ist richtig.
Aber es wäre die mögliche Entscheidung gewesen. Mit Nachspielzeit haben wir jetzt vielleicht noch 13, 14 Minuten. Nochmal für alle, die später dazugekommen sind. Borussia Dortmund zeigt sein Champions-League-Gesicht, das wir hier alle lieben in Dortmund. Und das bedeutet 2-0 geführt, 2-2, da waren sie raus. Jetzt 4-2, sie sind weiter. Denn insgesamt in der Addition, wir sind es ja auch oben, 5-4. Und beim anderen Spiel wäre Stand jetzt in Paris weiter. Ja. Obwohl sie das Hinspiel vergeigt haben zu Hause, obwohl sie hier heute zurücklagen. Aber sie haben halt einen Mann mehr. Aber Füllkrug wieder. Barcelona hat nicht nur große Sorgen, sondern auch aktuell keinen Trainer und keinen Co-Trainer, weil die beide mittlerweile schon. Es stand Send Off, heißt also, aber sie konnten auf der Tribüne, dürfen jetzt schon weiter gucken. Ne? Also, weil noch keiner eingeblendet. Ja. Auf was hat der Co-Trainer denn gemacht? Haben wir das direkt gesehen? Direct Red Card bei Xavi, ne? Ja, ja, das ist da muss irgendwas geflogen sein. Also, der hat doch die Tonne da kaputt getreten, ne? Oh, guck mal! Oh, das wäre jetzt aber auch. Also sie gehen aufs fünfte Tor. Sancho. So. Sehr schön. Also sie spielen einfach gut. Sie spielen richtig gut. Komm, oder? Hm? Super Spiel. Top. Ich meine, wenn das Geld, was heute reinkommt. Wäre auch nicht müde, habe ich das Gefühl bisher. Ja. Ne? Also kann, wollte man das investieren, um Sancho vielleicht dann doch? Oh. Nein. Reicht das, um ihn dann zu machen? Wir einen Haken dahinter. Jetzt kommt wieder der Partycrasher. Jetzt reinholen für Sancho. Also jetzt die Qualifikation fürs Halbfinale. 12,5 Millionen. Das weißt du, wen sie verlieren? Den Matzen hinten. Der Matzen können sie. Das ist auch teuer. Auf keinen Fall, der kostet 40 Millionen. Aufstiegsklausel. Da ist Bayern München dran. Wenn Davis nicht verliert, wird Bayern München Matzen nicht verlängern. Aussicht holen. Ja. Genau, wenn er geht. Davis nicht verlängert. Oder wenn man nicht sich einigt. Genau. Entschuldigung. Was man so hört, ist, dass Borussia Dortmund Matzen nicht für die 40 Millionen verpflichten kann. Nee. Genau, und dann wäre Bayern die Option, eine der Bayern hätte Interesse an Matzen, Frimpong, Leverkusen. Ach ja, also da ist. Was denn? Die Bayern werden auf den Markt zuschlagen. Wo kommt Matzen her? Wo ist der ausgeliehen? Chelsea. Kommt. Chelsea? Wollte ich gerade sagen. Also ich habe es nicht gewusst, aber ich will es auch sagen. Matzen hilft den Dortmund natürlich jeder Sieg. Irgendwo in England. Den Dortmund hilft natürlich jeder Sieg, um da das Portemonnaie für den bevorstehenden Transfermarkt oder auch interessante Verlängerungen zu füllen. 12,5 Millionen gibt es, glaube ich, jetzt für einen Sieg. Also das klingelt da schon mal ganz gut. Und nochmal, dann haben sie wirklich die Chance gegen Paris. Weil wenn wir jetzt von den Mannschaften, die da noch so auf den BVB zukommen könnten, eine ankreuzen müssten, würden wir wahrscheinlich uns Paris fürs Halbfinale aussuchen. Die sehr, sehr gute Einzelspieler haben und die mit Hakimi und Dembele auch zwei Spieler haben, die den anderen schon sagen werden, was in Dortmund in so einem Halbfinale los sein wird, weil sie selbst für den BVB gespielt haben. Trotzdem haben, da würde ich mich festlegen, haben die Dortmunder zu Hause auf jeden Fall eine Chance, dieses Paris, das sehr, sehr gute, herausragende Fußballer hat, das aber nicht zu den besten und besteingespieltesten europäischen Mannschaften zählt, kannst du auseinandernehmen. Ist das erste Spiel zu Hause, wenn beide waren? Das ist eine herausragende Frage, die uns Thomas jetzt beantworten will. Die Katar jetzt gerade mal raussucht. Die Antwort. Was natürlich auch überragend ist. Hat Mario ja vorhin schon gesagt, diese fünf Jahre oder nee, diese Einjahreswertung. Das wollte ich gerne auch. Ne? Ja. Das ist ja, hast du ja vorhin schon gesagt. Oh, da sind wir und damit holt es natürlich jetzt auch noch mal drei ganz, ganz wichtige Punkte. Absolut. Das Spielen für die eigene große Chance, mit Platz 5 in der Bundesliga weiterzukommen. Weil man kriegt zwei Pünktchen halt für einen solchen Sieg. Gut. Es geht ja darum, Deutschland oder England. England hat noch mehr Vereine drin. Aber natürlich, wenn morgen Bayern Arsenal schlagen würde, am Donnerstag wichtig. Und am Donnerstag noch West Ham von Leverkusen geschlagen würde. Weit vorne. Und Liverpool das ist ja auch. Na gut, City spielt morgen auch erstmal gegen Real noch. Also müssen auch erstmal weiterkommen. Ja. Aber es wäre halt für den fünften Platz, wäre es auch schon morgen wichtig, dass die Bayern weiterkommen. Da wäre eine englische Mannschaft weg. Ja. So. Dann theoretisch müsste man hoffen, dass Madrid in City gewinnt. Dann wäre der Käse schon gegessen, da wären wir ja schon mit dem fünften Platz eigentlich durch, weil Leverkusen, wollen wir mal davon ausgehen, die werden auch das Halbfinale erreichen, dann kann uns nicht mehr viel passieren mit dem fünften Platz. Und das wäre natürlich für die Bundesliga natürlich brutal wichtig. Wie gesagt, sind wieder wer. Ja, und so. Paris, das sehe ich so, wie wir alle gesagt haben. Ich weiß nicht, was mit Paris los ist. Die waren ja, ich glaube, unter Thomas Tuchel im Finale einmal. Aber irgendwie glaube ich nicht daran, dass Paris, also deswegen Borussia, da wird eher Ricarda Lang, Germany's Next Topmodel, als dass Paris den Titel holt. Hast du geschaut, wer jetzt spielt? Kurz mal noch zum Spiel, weil ich meine, das sind jetzt die interessantesten Minuten, noch 5 regulär. Ich sehe kein ganz großes Aufbäumen von Atletico. Jetzt kommt Özcan kommt für Özcan Sancho. Kommt. Für Sancho. Aber also, das ist keine Drangperiode. Das ist ein klares Zeichen. Sie haben sich wirklich, die kommen zurück auf den 2-2, sind plötzlich wieder da mit riesigen Schultern, mit allem. Richtig wieder, wir sind
sind Atletico. Also, guck mal, und jetzt die wieder, Phase ging das Tor rein. Zack. Das hat die K.O. gesetzt. Das siehst du. Ja, aber das schockt. Ja, genau. Aber das schockt. Sind aber noch 6, 7, 8 Minuten. Also ja, keine Chance. Kleiner Lapsus. Aber sie, das Fünfte wäre schon, Mario hat recht. Das wäre schon gut. Sabitzer wieder, oder? Nein? Ja. Oh. Wenn nur das mal nicht eine Identifikationsfigur ist für Borussia Dortmund. Immer, der kann links wie rechts, sage ich. Der abgefällt. Der kann links. Abgefällt. Borussia Sabitzer. Ja, aber er versucht es wenigstens. Guck mal hier, zack. Ja, das zack. Ist super. Hey. Also ist halt noch abgefälscht, aber auch sonst wäre der gefährlich gewesen. Ja. Gibt die nächste Ecke. Damit ja, make Dortmund nach wie vor die Uhr auch und hat 3,5 Minuten noch. Und ich finde, so viel Grund zum Nachspiel gibt es gar nicht. Also mehr als nein, gar nicht. Nur 6 Tore, aber ansonsten. Naja, aber es gab viele Unterbrechungen durch Faust, gelbe Karten. Hast du recht? Nee. Ach, jetzt also da wird in Barcelona wird es deutlich mehr noch obendrauf geben. Also das Hinspiel übrigens im Halbfinale, das würde dann in Dortmund bestritten werden. Und das Rückspiel dann auswärts stand jetzt eben. Ah. Und die Verlängerung dementsprechend auch. Die Verlängerung dementsprechend? Ist das ungerecht? Wir jetzt, wo du sagst. Würden dann aber auf nicht Verlängerung. Also im Halbfinale ist das, glaube ich, ist wäre mir erstmal wurscht. Hauptsache, du kommst ja erstmal hin. Da fahren ja 20.000 Dortmunder mit nach Paris. Paris? Ja, also 1.5. und 8.5. Ja, übrigens sind dann die beiden Termine. Wann findet ihr? 1.5. Hinspiel ja. In Dortmund wäre das. Und 8.5. Wann? Erst 30.4.? Nee, 1.5., 8.5. Und Dortmund? Wieso? Nee, Dortmund wäre das Hin- und Rückspiel. Also laut Kicker. Oh. Und Bayern kommt im 30. Das ist doch immer Dienstag, Mittwoch sonst. Weißt du, was ich meine? Das sind doch beides Fehler. Machen die da Fehler? Machen sie das auch, oder? Einmal muss ja Dienstag dabei sein. Einfach klar, momentan ist ja klar, es wird gespielt im Finale 30. April, 1. Mai und 7. Mai und 8. Mai. Danke, Hadi. So, und natürlich wird es ja ein Spiel am Dienstag, eins am Mittwoch geben. Wann ist jetzt noch gar nicht festgelegt. Also von daher ist auch völlig wurscht. Also wir sind dabei und wir hoffen, dass Dortmund dabei ist. Allerdings kommt Atletico jetzt noch mal stärker auf. Nein. Ja, go. Aber nicht auf Zeit spielen. Wenn es wichtig wird und es um die entscheidenden Fakten geht, würde ich immer bei Sport 1 denken. So. Das kann ich spiel doch nach vorne. Er ist platt. Also ich guck bei der UEFA, wie wär's damit? Ist doch völlig wurscht. Schau gerne noch mal nach, wir reden trotzdem weiter hier. Wir zittern weiter. Wir dann das Finale mit. In Wembley. Bayern gegen BVB. Ist das jetzt fix? Ja, ne? Oh. Ja. Das wäre nicht schlecht. Hatten wir schon mal in Wembley. Vor 11 Jahren. Geil. Oh. Nein, ihr seid da, also nicht jede Flanke, die reinkommt, ist gleich. Also bitte. Doch. Ist abseits, ja. Nix mehr, die Blauen da. Na gut, das ist natürlich auch ein bisschen demoralisierend. Du holst gerade auf, absolut. Bist eigentlich psychologisch im Vorteil und dann kriegst du so ein Tor. Also nochmal, wie Mike gesagt hat, das Tor von Füllkrug, erstmal super rausgespielt. Jetzt kommt Flanke. Marco Reus. Jetzt wird es auch nochmal eng. Jetzt wechselt der den Marco Reus ein. Ja. Erfahrung. Das klingt ja bei dir so, als wenn das ein 12. Mann für Atletico wäre. Das ist auch nur Unterhaltung. Ich glaube, dass er gerade gesehen hat, Sabitzer ist wirklich ein bisschen, weißt du, gerade bei dem Dribbling, der ist ein bisschen. Ja, aber Sabitzer steht für mich ganz klar auf einer 2. Also, wenn ich mir die Sport 1 Noten angucke später, dann sehe ich das schon. Ja. Aber er nimmt auch nicht. Er nimmt gut. Zwei nur? Sogar eine 1. Er nimmt den auch nicht raus, logischerweise. Brand nimmt er runter. Er nimmt den Brand runter. Ich finde, ja, bei dem kann man mal einen extra Applaus geben. Ich finde, Julian Brandt hat. Ich finde den gar nicht ausgezeichnet. Sogar der Marco Reus klatscht. Ja. Aber ich würde ihn. Mario, hättest du ihn jetzt rausgenommen? Ich hätte ihn jetzt nicht rausgenommen, oder? Hä? Nein, ich hätte jetzt ich hätte mal einen Matcher da reingeschmissen, irgendwie für Sabitzer vielleicht. Auf Verstärke, einen großen, ne? Groß, oder? Großen Spieler noch. 1:1 zu wechseln. Weiß ich jetzt nicht, da in der Offensive. Ja, aber ein bisschen Prämie da jetzt, dem Marco nochmal. Oh, was war denn da? Was war denn da? Prämie machen, das kennt ihr 4 Minuten. Prämie. 4 Minuten? 4 Minuten. Oh mein Gott, ey. Ja, Prämie machen. Prämie machen. Ja, klar, Prämie, ne? Und im Zweifel eher eine Vereinslegende als ein Matcher, der jetzt noch relativ neu dabei ist. Die Frage ist aber, wie verteidigst du? Also gehst du auf Kopfverstärke oder gehst du im Zweifel auf, ich sag mal, Ballhalten, Ballsicherheit? Eckfahne, wie auch immer. Hält den das ist ja auch eine Art des Verteidigens. Also ein Foul, oder? Da wäre Marco Reus dann der Bessere. Wenn das kein Foul ist. Und es sind nur 4 Minuten. Ja. Hadi hat nicht ganz Unrecht gehabt.
Nur vier. Ja, und nochmal. Ja. Wie hättest du denn gerne? Ja, es gibt auch schon mal sieben oder acht in der heutigen Zeit. Wir haben ja heute eine Sendung zwischen totaler Frustration und auch Pessimismus bei den Fans bis totaler Euphorie. Absolut. Nochmal, was heute passiert ist für Borussia Dortmund geschichtsträchtig. Ja. Wir sind seit über einem Jahrzehnt nicht mehr ansatzweise in solchen Sphären unterwegs gewesen. Oh, guck mal, da geile. Normal läuft in drei Minuten das Halbfinale. Okay. Hast du gesehen, Marco Reus? Nein, aber Reus macht genau das, was ich gesagt habe. Hält an der Ecke den Ball. So, deswegen hat er den gebracht und nicht den anderen. Aber in erster Linie ist es natürlich auch nicht der erste. Welchen anderen denn? Welchen anderen denn? Den Matcher. Ach so, die Reputation der Bundesliga. Überragend, der hat guten Tee. Wir müssen die Reputation der Bundesliga. Wir müssen schon präzise sein, Matze, weil die Leute wissen, wenn du den anderen meinst. Ja, Mike. Ich sag doch, für die Reputation der Bundesliga ist es natürlich Gold wert, weil viele Spieler, die Topspieler, gehen nach Spanien oder England und dann aber dann jetzt vielleicht mit zwei Mannschaften ins Halbfinale einzuziehen, das ist natürlich auch nach außen ein starkes Zeichen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass eigentlich ja die beiden größten und auch erfolgreichsten deutschen Vereine, durch Bayern und Dortmund, beide ja eine relativ schwache Bundesliga-Saison spielen, aber beide eine überragende Champions-League-Saison. Und die Bayern haben ja morgen auch alle Möglichkeiten Richtung Halbfinale. Freistoß, ja, gut. Oh, aber, sehr gut provoziert. Ich meine, das hat man aber auch in anderen... Oh, jetzt könnte es bei Paris. Konter aufs fast leere Tor. Ja. Jetzt könnte die Entscheidung fallen. 3-1. Der Stegen soll ihn halten. Ja. Hält ihn. Bleibt schön. Nachschuss. Und nochmal. Nachschuss. Nein! Was war das denn? Also... Der Arme, deswegen muss man doch fast sagen. Mbappé macht die Entscheidung. 4-1 gewinnt Paris in Barcelona. Und nachdem noch nicht, aber zu Hause verloren haben. Und damit ist, das können wir jetzt schon sagen, Barcelona sicher raus. Paris sicher drin im Halbfinale. Jetzt fehlt noch der Gegner und vielleicht Wahnsinn, in 90 Sekunden heißt der Borussia Dortmund. Und mit dem Jubel da in Barcelona wird er sich auch bei Real noch mal ein paar Freunde gemacht haben, Mbappé, die ihn dann ja ab Sommer sehr gerne in ihren Reihen sehen wollen. Ja. Und bei Paris, gut, aber das, den Anhängern auch. Das war auch so ein Billardtor, ne? Der Stegen hält zweimal super, Hadi, ne? Und ja, dann, da ist ja die ärmste Sau. Besonders, weil der Ball war ja eigentlich schon geklärt. Und dann schubsen die sich den irgendwie da gegenseitig nochmal zu. Und das ist die Entscheidung. Nur trotzdem, für Barcelona ist das heute ein 4-1 absoluter Tiefschlag. Ja, ne? Ja. 4-1, wirklich. Und davon erholt man sich auch nicht so schnell. Und wer hat das getippt? Ist das so ein bisschen die Rache? Wann war das vor ein paar Jahren? Er hat 4-1 getippt. Nein, umgekehrt. Sehr gut. Und Barcelona hat das Ding noch gedreht. Aber ich wollte noch mal zu dir sagen, du hast natürlich recht, dass Dortmund und Bayern jetzt nicht die überragende Saison gespielt haben. Andererseits war das in anderen Ligen auch nicht anders oft. Also Madrid zum Beispiel war auch nicht jedes Mal spanischer Meister. Sevilla war auch nicht gerade immer Zweiter oder Dritter. Sind auch nicht mehr so souverän. Und hat die Europa League trotzdem gewonnen. Gut. Also deswegen eine Trippelsaison, da muss auch wirklich alles zusammenkommen, wie bei Man City. Und von daher... Jetzt geht zur Eckfahne. So, 30 Sekunden noch. Oh, was macht er denn? Ecke. Nein, leider nicht. Wie sagte Peter, Champions League ist eine andere Sportart. Peter Neuruhr. Eine andere Sportart, hat er gesagt. Der wird morgen wieder hier sein. Hat er wirklich gesagt. Okay, jetzt komm, alle sagen, er soll abpfeifen, aber er pfeift nicht ab. Letzte Chance. Zwei Sekunden noch. Nachspielzeit ist abgelaufen. Ball nochmal über die linke Seite. Flanke kommt vor's Tor. Sehr gut. Und. Steh auf. Er pfeift ab! Yeah! Der BVB steht. Ja, und Thomas, Komm, wir beide hier. 4-2, ein unglaubliches Erlebnis. Ich glaube, wirklich jeder der 80.000, wir werden es ja nachher in der Stadt erleben. So. Das wird eine lange Nacht hier werden. Stark. Weißt du was, du bekommst die 3 Euro wieder, glaube ich. Hervorragend. Okay. Das gibt's doch nicht. Also, wir laden... Wir geben eine Runde Bier aus, haben wir gerade beschlossen. So. Für euch, weil ihr so bei uns wart. Das Servicepersonal darf ich schon mal bitten, die auch mal hier ganz lieb uns versorgen. Also, kart mal das Bier ran. So. Mario? Mein Gott. Geil. Du freust dich nach innen oder mit uns? Ja, nein, ich freue mich. Ja, klar freue ich mich. Vor allem, weil sie schöne Bilder, verdient haben. Ne? Ja.
nochmal nach letzter Woche, die erste Halbzeit, da haben wir schon große Ängste gekriegt. Aber heute muss man sagen, dass nach dem 2-2 dann nochmal so zurückzukommen, das zeigt schon, dass die Dortmunder wissen, was sie wollen. Das muss man anerkennen und das muss man. Ja, vor allen Dingen von der ersten Minute an, weißt ja, du? Ja, da muss man nicht verhalten gespielt. Entschuldigung. Großes Lob zollen, ja. dass Dortmund da nach dem 2-2 kann ja auch mal den Rückschlag erleben. Ne? Kann ja mal eine Mannschaft zusammenbrechen, aber sie haben dann das 3-2 und vor allem dann auch klein nachgelegt. Das muss man sagen, war eine tolle Leistung. Katha, du stehst da so. Also wir haben ja heute immer wieder festgestellt, bereit, dass so ein bisschen Pessimismus bei den Dortmund-Fans mit dabei ist. Wie sah es bei dir aus? Hast du die ganze Zeit über, sei ehrlich, dran geglaubt, dass es klappen kann mit dem Halbfinaleinzug? Ja, ich habe dran geglaubt. Ich habe ja gesagt, wir haben 1-1 getippt. Genau, habe ich getippt und wir haben 4-2 gewonnen. Ich habe dran geglaubt und wir haben es geschafft. So, und was macht das jetzt mit dir? Ich bin glücklich und zufrieden und freue mich, beim nächsten Mal wieder hinzukommen, um die nächste Sendung zu verfolgen. Oh. So. Ich möchte zwei Bier haben, ja. So, und jetzt noch mal zu diesen Identifikationsfiguren. Also, guck dir mal die Jungs an, die da oben rumhüpfen. Wer hat denn jetzt das Zeug, nach Reus und Hummels dann tatsächlich zur Identifikationsfigur zu werden bei Schwarz-Gelb? Ne? Also nach dem heutigen Spiel ganz klar Marcel Sabitzer. Ja. Machen wir einen Punkt auf. Ja. Dankeschön. Klasse. Durch und durch. Dem ist nichts hinzuzufügen, oder? Hast du Widerspruch? Nee. Nein. Wir waren ja von Anfang an dafür. Und auch die Tendenz mit Liga geht schon in eine coole Richtung jetzt für den BVB. Die letzten Ligaspiele, jetzt dann da auch diese Ausrufezeichen. Sonntag kommt Leverkusen. Leverkusen, ja. Leverkusen hat die erste Niederlage eventuell zuzufügen. Kann natürlich auch cool sein. Kannst du dir vorstellen, dass da jetzt die Spannung abfällt? Nach der Meisterschaft? Nee, die wollen das, glaube ich, schon weiterziehen. Aber heute ist Dienstag, hallo. Sonntag? Nein, sie meint bei Leverkusen, ob da jetzt die Spannung abfällt. Bei Leverkusen, dass die Spannung jetzt ein bisschen abfällt, dass das ein Vorteil für Dortmund ist am Sonntag dann. Die spielen ja am Donnerstag auch noch, die Leverkusen. Das wird Alonso nicht zulassen, dass die Spannung abfällt. Ich glaube, die wollen diese perfekte Saison spielen, ne? Ja. Auf Teufel komm raus. Wichtig ist es am Donnerstag, dass sie da nachlegen. Ne? Mhm. 2-0 ist es ja auch. West Ham hat ja auch gegen Freiburg schon im Rückspiel 3 Stück gemacht, 3-0 gewonnen. Da müssen sie schon aufpassen. Aber wäre jetzt erstmal für Leverkusen wichtig, am Donnerstag weiterzukommen. Vorne passiert nichts mehr. Wenn sie da mal ein Spiel verlieren, wird die Welt wahrscheinlich in Leverkusen nicht mehr untergehen. Nee. Für alle Spiele gewinnen gibt es ja auch keinen Sonderpreis. Aber das. Das wäre schon geil, klar, das hat es noch nie gegeben. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nee, hast du nicht. Das ist schon, das ist, also wenn das funktioniert in jedem Wettbewerb, also DFB-Pokal-Endspiel, alles gewonnen. Meisterschaft bis jetzt alles gewonnen. Und dann auch noch im UEFA, in der Euroleague. Da muss ich sagen, also wenn das funktioniert. Da musst du aufhören, ne? Ja, da musst du als Trainer wirklich sagen, so, leck mich am Arsch, ich gehe Eishockey. Ich gehe trotzdem. Kann nicht mehr besser werden. Ja, das ist Wahnsinn. Aber, bei dem Alonso habe ich, bei Xabi Alonso habe ich das Gefühl, dass der diese Coolness und diese Erfahrung und diese Ruhe hat, dass das trotzdem funktioniert. Ich glaube auch. Also ich glaube, der will das durchziehen. Der wird da, ja. Aber jetzt redet ihr von auch, dass die Mannschaft dafür ist. Ne? Die Mannschaft, der hat ja eine freigegebene Montag, sie können mal einen schön sich nehmen. Gut, Leverkusen meine, die Kneipen so um 22 Uhr zu, da sind sie weitergefahren nach Köln. Haben damit weiter gefeiert. aber trotz allem, die wissen, dass sie am Donnerstag ein Spiel haben und die werden Donnerstag Vollgas geben, die werden auch in der Bundesliga in Dortmund, die wollen, glaube ich, in der Bundesliga jedes Spiel gewinnen. Und es wird ja noch geiler, nächste Woche kommt ja das große Aufeinandertreffen mit Leipzig gegen Dortmund. Ne? Das ist ja, aber ganz sicher zu sein, solltest du halt, ich habe gesagt, übernächste Woche. Ach so, spatzelig. Nee, wenn du abgelenkt bist, ist ja kein Problem. Ich schau Paris. Ja. Hast du die Werbung gerade oben an, oder was? Nein, ich schau Paris. Die Werbung gerade oben an. Und dann kommt jetzt Julian Nagelsmann zum BVB. Ja, nochmal, also die Saison in Ding, man ist ja nicht zufrieden, man kann ja auch in Dortmund nicht zufrieden sein, genauso wie in Bayern. Wenn man 35 Punkte hinter Leverkusen ist, dann glaube ich, hat man eine andere Vorstellung vom Fußball. Hadi, du wirst wieder was anderes sagen. Moment, ich bin noch nicht fertig. Konzentriere dich auf die Werbung und dann bist du dran, gleich. Ich glaube, du hast nur 6 Minuten. So, und ich weiß es trotzdem, ob man das Risiko nochmal, man will ja bei Borussia Dortmund, will man ja mehr.
Man will ja nicht mit um den vierten oder fünften Platz spielen. Ja. So, natürlich ist das schön Halbfinale. Aber wenn du im Halbfinale vielleicht ausscheidest oder auch wenn du ins Finale kommst und verlierst das Finale, hast du trotzdem dieses Jahr nichts gewonnen. Mhm. Jetzt können wir darüber diskutieren. Ja. Jeder andere wird vielleicht sagen, ja, super Saison mit dem Finale in der Champions League. Aber Borussia Dortmund ist unzufrieden, um Platz 4 und 5 zu spielen. Das ist Fakt. So, und dann wird man sich in Dortmund, du kannst den Kopf schütteln, so lange wie du willst, du hast keine Haare mehr, die können sie nicht ausfallen. So, und Fakt ist, dass man sich damit nicht zufrieden gibt. Und das wird die Überlegung sein, ob man mit diesem Trainer, der in den letzten 3 Jahren halt nichts gewonnen hat mit Leverkusen, aber trotzdem, mit Dortmund. Aber trotzdem, wenn sollten die ins Finale kommen, sage ich jetzt mal so, ist dann wird das schwer. Also dann ist es schon, ich sag mal so, haben sie nichts gewonnen, aber es ist durchaus nicht. Halbfinale. Ich mache euch mal einen Vorschlag. Erstmal. Wir haben noch 2 Halbfinalspiele, da können wir darüber noch ausreichend diskutieren. Das andere Spiel ist nämlich zu Ende, Hadi. Ne? Ja. Paris hat überraschenderweise jetzt doch gewonnen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ja, 4-1 hat PSG gewonnen. Stark. Barcelona, wir haben es eben gerade gesehen, auch Tränen bei den Zuschauern. Die Hälfte ist natürlich auch schon aus dem Stadion geflüchtet. Ein ganz, ganz schwerer Abend für Ter Stegen, Gündogan und Co. Und eben für Paris sensationell. Hätte keiner mit gerechnet. Und gleich reden wir nochmal über die Mario Basler. Wir gratulieren nochmal dem BVB. Wir stoßen mit euch natürlich gleich an hier unserem schnuckeligen Fußballmuseum. Also, ein toller Fußballabend war das. Bis hierhin und... Wir sind gleich nochmal zurück. Ihr könnt nochmal 2 jeweils und draußen noch machen. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an 01379 700 700 und nennen Sie das Kennwort Bike. Oder schicken Sie eine SMS mit Bike an die 40400. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und testen Sie Ihr Glück für die 1.000 Euro und 2 E-Bikes. Rufen Sie an auf der 01379 700 700 und nennen Sie das Kennwort Bike. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de, Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Der Fan-Talk live aus dem Deutschen Fußballmuseum mit der Live-Analyse zu den Viertelfinalspielen. Morgen 20.15 Uhr auf Sport 1.
zwei Ligen, eine Leidenschaft. Volle Power bis zum Schluss. Da braut sich was zusammen. Endspurt in der zweiten Bundesliga und der Frauenbundesliga. Jetzt geht's hier ohne Ende. Alle Topspiele am Samstag und am Montagabend live auf Sport 1. Der Sport 1 Filmfreitag. Das ist meine Überraschung. Deine Filmhighlights. Hey, das sieht ja super aus. Mit schrägen Typen. Morgen, normal. Schnellen Typen. Und starken Typen. Und da darf er natürlich auch nicht fehlen. Krause, mein Name. Dieter Krause. Hoch die Hände. Wochenende. Im Fernsehen wird immer besser. Mit dem Sport 1 Filmfreitag. Blutsbrüders. Freitag ab 20.15 Uhr. Und im Anschluss Hausmeister Krause auf Sport 1. Diese Sendung wird präsentiert von jackpotpiraten.de. Deutschlands erste legale Online-Spielothek. Der Henkelpott. Dortmund ist zumindest noch dabei, der BVB. Also wir gratulieren noch mal ganz herzlich. Habt ihr alle was zu trinken? Ja, ne? Prost. Prost. Auf den Prost. Prost. Ruhrpott, Henkelpott, alles das Gleiche. Alles das Gleiche, ja. So, haben wir irgendwas zu meckern heute? Nein, haben wir nicht. Wollen wir die Tipps noch schnell auflösen, ja, hier, ihr Lieben? Nein. Ach, guck mal, da hat er jetzt Spaß dran, ne? Der Helmer. Ja, gut, ich habe hier völlig falsch getippt. Also, oh ja, hier, ja, ich auch. Hat einer für Paris getippt? Nö, das habe ich im Hinspiel. Barcelona ist bei uns überall weitergekommen. Ja. Ja, gut. Na, zumindest ist auch einer von uns an den Tipp. So, Hadi. Ja, wirklich stark. Ja. Ganz stark. Da merkt man wieder, Hadi. Lass uns noch schnell, auf morgen schauen. Ja. Was glaubst du? Bayern gegen Arsenal? Ja, ich glaube schon, dass die Bayern, weiterkommen. Wenn sie ihr Champions-League-Gesicht zeigen, dann haben sie eine realistische Chance. Und ansonsten hätten sie es ja auch nicht verdient. Sie haben gute Spiele in London gemacht. Ja. Und jetzt müssen sie nur den nächsten Schritt machen und müssen zu Hause ihre Leistungen, das, was sie können, abrufen. Und dann haben sie eine realistische Chance, zumal ja auch Arsenal jetzt letztes Spiel zu Hause 0-2 verloren hat. Ja. Aston Villa. Neuer, Sané sollen wieder spielen, Mike? Ich würde mich anschließen und sage auch, also ich wünsche mir, dass sie weiterkommen. Und ich glaube aber auch fest dran, dass sie weiterkommen. Es wird knapp, aber sie kommen weiter. Du wolltest ja heute schon eine Verlängerung haben, ne? Morgen ja, eine, oder? Ja, gut, ich war jetzt auch nicht so weit weg. 3-2. Nein, sagt ja auch keiner. Matze, was sagst du? Ja, ich sag die Bayern zu morgen? Ich sag, die Bayern kommen weiter, weil die Champions League einfach auch ihr Wettbewerb ist. Und Arsenal haben wir in der Liga jetzt auch gesehen, hat verloren. Ich habe ja letztes Mal im Fan-Talk schon gesagt, dass Arsenal erstmal noch Meister werden muss, weil es ja so nach dem Motto, ja, die sind ja schon Meister und die dominieren das da. Also es läuft jetzt wieder auf Manchester City raus. Und von daher, glaube ich, wird das gegen Bayern München, es wird ein enges Spiel, aber es wird für Arsenal nicht reichen. Absolut. Der Matze, der hat Ahnung. Das hören wir jeden Donnerstag bei Echte Champions XXL. Ja, wir grüßen Kalli übrigens an dieser Stelle. Fachpodcast, lieber Kalli. Ja. Wir haben dir schon gratuliert, aber du jetzt, ne? Wo ist er denn? Da. Ist er überhaupt schon wieder? Er hat zugeguckt. Sitzt im Hotel in Köln und guckt natürlich Fan-Talk. Musst du mich was, habt ihr beiden denn noch, was habt ihr beiden noch zu verkaufen heute Abend? Nee, gar nichts. Guckt ihr das wirklich? Nee. Kalli guckt Fan-Talk. Echt? Liebt ja. Ist auch gerne, war auch schon mal hier? War hier schon, ja. War hier ja, schon, ne? Ja. Also, das... ja. Ist das Format da kann der nächste Saison kommen dann, ne? Wenn Leverkusen. Ja, Leverkusen, dann kriegt er hier einen Stammplatz. Oh, oder? Ja. Ja, der guckt übrigens mit Xabi Alonso jetzt gerade zusammen. Ne? Frimpong sitzt auch daneben. Frimpong, was gibt wieder Sportart bei dir? Ist Xabi das gewohnt, dass er nicht zum Wort... Frimpong, gib mir mal den Teller. Dass er nicht zu Wort kommt, hätte ich beinahe gesagt. Ja, hast du noch was Schönes für uns zum Abschluss vielleicht? Ja, klar, zum Abschluss haben wir noch ein, zwei Reaktionen natürlich von BVB-Fans, die da unter anderem schreiben. Damit gehört der BVB zu den vier besten Mann in Europa und zu den besten fünf in Deutschland. Ja, das war absolut fantastisch heute. Schwarz-gelbe Herzchen. Wir können nur Drama. Und dann das hier. Zum Abschluss passt das doch. Ich hätte gerne 11 Sabitzers in der Mannschaft. Das hast du da. Das hat er geschrieben. Hat er getwittert. Uli, das gibt's doch gar nicht. Aber im Tor weiß ich nicht. Im Tor. Er kriegt morgen eine Mail. Sie müssen die Dauerkarte leider zurückgeben. Hast du eine?
Achso, das wärst du ja nicht. Die hab ich. Ja, der ist schon einkassiert hier. Was sagst du zu morgen noch? Ja, ich bin da grundoptimistisch. Ich sag, die Bayern kommen weiter. Zu Hause, natürlich, gegen Arsenal. Ja, ich habe eben gerade zu Matze gesagt, bevor die Viertelfinalpartien begonnen haben, hätte ich eigentlich eher gesagt, dass die Bayern weiterkommen und Dortmund nicht. Jetzt bin ich noch optimistischer, dass zwei deutsche Mannschaften. Jetzt sagst du, jetzt glaube ich eher, dass Dortmund weiterkommt. Bayern. Schön, dann. Katja, wir sprechen uns morgen. Wir sehen uns, sprechen uns morgen, Hadi auch. Danke an den Rest. Danke an euch. War ein toller Abend. Ich glaube für uns alle. Wir gratulieren nochmal dem BVB. Super Leistung. Freuen uns aufs Halbfinale und morgen auf die Bayern gegen Arsenal. Und dann die zweite Mannschaft im Halbfinale. Und dann sehen wir uns vielleicht in Wembley alle wieder. Also, schönen Abend, bis morgen. Tschüss.